Als nächstes betrachten wir die Datenstruktur des Inverted Index und je nachdem, wie weit wir heute kommen, dann verschiedene Möglichkeiten, Anfragen mit Hilfe der Datenstruktur zu beantworten. Auch das ist jetzt erstmal nicht schwierig, aber konzeptuell durchaus mit ein bisschen Anspruch versehen, insofern halt, als dass man das alles systematisch aufbauen muss. Also schwer ist es definitiv nicht. Allerdings, wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, unterbrechen Sie mich einfach. Ausgangspunkt jeder Betrachtung oder auch unserer Definition des Inverted Index als Datenstruktur ist die sogenannte Term-Dokument-Matrix. Diese Matrix wird so nie vollständig abgebildet im Computer, aber sie kann als theoretisches, als konzeptuelles Konstrukt herangezogen werden, um zu motivieren, wie ein Index konstruiert wird und was denn überhaupt drinsteht. Wir sehen hier abgebildet auf in den Spalten die Dokumente, hier als große Menge D bezeichnet. Und jede Spalte steht exakt für ein Dokument. In den Zeilen sehen wir die Indexterme der Terminologie T. Und wir nehmen mal als Beispiel jetzt die Dokumente D1 bis D5. Dabei handelt es sich um Shakespeare-Stücke, die hier auch verlinkt sind. Und daraus betrachten wir noch die fünf Terme von Protagonisten darin, Antony, Brutus, Caesar, Calpurnia und Kleopatra. Und ein erster Schritt, den wir nun gehen könnten, ist einfach zu schauen, welches dieser Terme kommt denn in welchem Dokument überhaupt vor und welches nicht. Wenn wir uns Dokument 1 anbetrachten, Antony und Kleopatra, sehen wir, dass von den fünf Termen, und das habe ich jetzt hier mal binär kodiert, entsprechend Term 1 bis Term 3 vorkommen, nicht Term 4, aber Term 5. Das können wir so weiterführen, indem wir einfach bei jedem einzelnen Dokument nachschauen, kommt der Term vor oder kommt er nicht vor. Bei Dokument 3 kommt keiner der Terme vor, deswegen hier überall 0. Und Sie sehen, dass hier eine bestimmte Verteilung sich ergibt von Vorkommen und Nichtvorkommen. Wir können jetzt mit dieser einfachen Darstellung, die wir als Booleangewichtung bezeichnen können, schon Anfragen beantworten. Ich könnte zum Beispiel die Frage stellen, in welchen Dokumenten kommt denn der Term Antony vor? Und es ist ziemlich einfach, wir gehen einfach diese Zeile dann hier durch und schauen uns an, wo steht denn hier eine 1? Und das sind die Dokumente gemäß der Spaltenzuordnung hier, in denen der Term vorkommt. Überall, wo eine 0 steht, kommt der Term nicht vor. Wir haben es ja vorher herausgefunden. Wir können auch kompliziertere Anfragen beantworten. In welchen Dokumenten kommt denn zum Beispiel Brutus und Caesar vor? Wie würden Sie das machen? Ja, ganz genau. Sie bilden quasi die Schnittmenge zwischen diesen beiden Zeilen hier, beziehungsweise wenn Sie das hier Ganze als, das Ganze hier als Bitfolge betrachten, tatsächlich als lange Bitzahl bezüglich die so lang ist, wie Sie Dokumente in Spalten haben, dann können Sie auch einfach ein logisches Und über die Bitzahlen legen. Also das funktioniert auch. Und bei einfachen Boolean-Indexen kann man auch das dann als sehr einfache Operation dann schon implementieren, die auch super von den Prozessoren unterstützt wird. Wir können auch komplexere Anfragen beantworten, also logische Konstrukte sind hier dann sehr leicht möglich, ne, bietet sich an bei Boolean-Gewichtung. Aber so richtig sehen wir dann hier vielleicht noch nicht, nun ja, ob denn jetzt Antony in dem Dokument hier, Antony und Kleopatra, wirklich eine große Rolle spielt. Könnte sein, steht im Titel, aber spielt dann auch bei Julius Caesar eine große Rolle oder eher nicht? Wissen wir nicht so richtig. Und der nächste Schritt, den wir nun einfach gehen können, ist, und ja, wir müssen uns ja nicht beschränken auf das einfache Vorkommen von
Wörtern oder das Nicht-Vorkommen und das hier in die Matrix einzutragen. Wir können ja auch komplexere Maße aufstellen. Zum Beispiel die Häufigkeit messen, mit der ein bestimmter Term vorkommt. Und wir können das ja einfach mal machen. Anthony kommt 382 Mal vor, sehen Sie hier ganz unten. Und das können wir dann entsprechend auch an die richtige Stelle in die Matrix eintragen. Natürlich habe ich das vorbereitet. Und das sehen Sie jetzt hier mal für alle Dokumente. Also es ist nicht viel mehr passiert, als dass wir einfach die Worthäufigkeit gezählt haben. Und auf diese Weise haben wir schon ein bedeutendes Mehr an Informationen darüber, wie wichtig wahrscheinlich das Vorkommen dieses Wortes im Dokument ist. Zum Beispiel spielt Brutus in Antony und Kleopatra anscheinend nur eine sehr untergeordnete Rolle, einfach nur anhand der Häufigkeit, mit der dieser Name genannt ist. Wohingegen er im Dokument D2 Julius Caesar offensichtlich eine große Rolle spielt. Wir sprechen dann in verallgemeinert hier von den Einträgen der Term-Dokument-Matrix als Termgewichte, die wir als W1 bis die wir als jeweils W mit den Indizes der jeweiligen Zeilen und Spalten beschreiben. Und zwei Maße für Termgewichtung haben Sie jetzt schon gesehen. Das ist die Booleangewichtung und das ist die Termhäufigkeit. Soweit, so gut. Jetzt ist es so, dass, jetzt muss ich mir kurz mal nachlesen, Moment. Ja, genau. Also im Großen und Ganzen wird beim Indizieren nichts anderes gemacht, als eine solche Matrix aufgestellt. Wir berechnen Gewichte für das Vorkommen jedes Wortes in unserer Terminologie, jedes Indexterms in der Dokumentkollektion. Und diese Berechnung, die kann vollständig offline im Vorhinein geschehen, mit der Ausnahme von Berechnungen, die zusätzlich von der Anfrage von NutzerInnen abhängen. Das heißt, wenn wir irgendwas ausrechnen müssen, was direkt sich auf die Wörter bezieht, die in der Anfrage vorkommen, dann klappt das nur, wenn wir die Anfrage schon kennen. Ansonsten können wir aber die Term-Dokument-Matrix schon sehr gut vorbereiten, um sie nicht jedes Mal dynamisch erzeugen zu müssen. Eine zweite Beobachtung ist, dass die meisten Einträge dieser Matrix nicht leer, sondern null sind, wie wir es ja hier auch schon gesehen haben. Und es nützt natürlich nichts, eine Matrix aufzustellen und gespeichert zu halten, die größtenteils aus Nullwerten besteht, weil die meisten Wörter, die wir beobachten, kommen auch tatsächlich nicht in den Dokumenten vor, sondern nur eine Handvoll der Terminologie. Und demzufolge wäre es durchaus Verschwendung, den Speicher komplett für Nullwerte zu verschwenden. Und der nächste und einfachste Schritt, und dann sind wir schon beim invertierten Index, bei der Datenstruktur, ist dann einfach, daraus eine Multimap zu konstruieren, indem wir einfach eine Hashmap aufstellen, in der die Einträge der Matrix leicht anders strukturiert sind. Und zwar dienen jetzt die Wörter hier als Hashkeys und die werden abgebildet auf Listen, zum Beispiel verlinkte Listen, in denen verschiedene Einträge, sogenannte Postings sind. Und diese Postings bestehen aus, in dem Fall hier zwei Dingen, eine Referenz auf das Dokument, in dem das Wort vorkommt und gegebenenfalls ein Gewicht. Die werden gleich nochmal genauer definiert. Postings, dieser Name, der kommt auch aus den Bibliothekswissenschaften. Ein Posting ist im Prinzip das, was man bei Kartenkatalogen in Bibliotheken auf die Karte geschrieben hat. Und man hat es dann im Prinzip reingesteckt in den Kartenkatalog oder hineingepostet.
Und nun ja, die Terminologie ist halt daran angelegt. Üblicherweise wird das implementiert als zwei verschiedene Dateien auf dem Computer. Das eine ist die Term Vocabulary File, die einfach abbildet von allen Indextermen, die ich kenne, auf die Postings File bzw. auf die Byte-Position der Postings File, wo die jeweilige Postliste startet. Und die Postings File selbst ist eine andere Datei, wo einfach die Listen, wie sie hier stehen, wie sie sind, hintereinander geschrieben sind und man sich halt merken muss, ab welcher Byte-Position jeweils die neue Liste des nächsten Terms beginnt. Die Design Choices, also das heißt die Möglichkeiten, die man hat, sind durchaus recht umfangreich, einen solchen Index mit Informationen auszustatten. Was wird in einem Posting gespeichert? Welcher Reihenfolge sollen die Listeneinträge hier sein? Dazu noch Optimierungen wie Codierung und Kompression der ganzen Datenstruktur, damit man nicht das Ganze ein bisschen effektiver oder effizienter vor allem auf der Festplatte ablegen kann. Und dann natürlich noch jede Menge Implementierungsdetails, das heißt Ausnutzen von Hardware-Eigenschaften, um die Geschwindigkeit des Zugriffs auf den Index zu optimieren, wobei wir uns jetzt allerdings erstmal nur mit dem konzeptuellen Teil hier auseinandersetzen wollen. Ein Posting selbst ist, wie hier zu sehen, wiederum eine Liste von verschiedenen möglichen Einträgen, wobei ein zwingender Eintrag in diesem Fall eine Referenz auf das Dokument ist, auf das sich das Posting bezieht, also das heißt original hier die Spalte, in der es in der vollständigen Termdokumentmatrix einfach stünde, beziehungsweise wenn wir die Spalten dann hier weglassen, entsprechend brauchen wir halt irgendeinen Spaltenindikator und das ist genau dieser Eintrag. Dazu können halt verschiedentlich weitere Werte bekommen, wie die Termgewichte, Termpositionen im Dokument oder andere interessierende Eigenschaften. Die Liste kann beliebig lang werden, allerdings muss man sich bewusst machen, je mehr man in ein einzelnes Posting reinspeichert, umso umfangreicher wird dieser Eintrag, umso umfangreicher wird das Postings-File und man muss das natürlich jedes Mal, man kann es natürlich bytemäßig, weil die Postings eine statische Länge haben, also das heißt eine einheitliche kanonische Länge für jedes Posting, natürlich dann immer wieder leicht überspringen, aber es werden schon auch da, gerade bei sich drehenden Festplatten, die ja durchaus immer noch für Großdatenspeicher die Norm sind, werden immer noch Probleme mit Disk-Seeks und langen Lesezeiten zu finden sein. Das heißt, man sollte schon versuchen, das möglichst schlank zu halten, was in einem solchen Index drinsteht. Abhängig davon, was ich in ein Posting reinschreibe, wie viele verschiedene Werte, hängt auch die Art der Kompression, die ich anwenden kann, ab. Ich kann da nicht einfach sagen, ich nehme die ganze Datei und sippe die einmal, sondern ich werde wahrscheinlich spezifischer komprimieren müssen, vertikal über jeden Eintrag der Spalte sozusagen. Also das heißt hier in dem Fall Dokument-IDs jedes Postings einzeln komprimieren, um die Zahlen bytemäßig kleiner zu machen, dasselbe bei Gewichten, dasselbe bei Positionen und so weiter, weil man dann gegebenenfalls besser die vorhandenen Informationen und Zusammenhänge zwischen den Postings ausnutzen kann. Aber das nur am Rande. Andere Einträge sind eher dazu gedacht, Metadaten abzuspeichern, zum Beispiel die Länge der Liste, der Länge der Postingsliste, also das heißt hier nochmal zurück. Hier würde dann drinstehen, zum Beispiel im ersten Eintrag, also das heißt, es könnte verschiedene Einträge geben, in denen verschiedene Informationen drinstehen. Im ersten Eintrag würde die Länge der Liste drinstehen oder es gäbe einen Spezialeintrag am Anfang, in dem nur Metadaten drinstehen und man auf diese Weise abschätzen kann, wie weit eine Postingsliste reicht, bevor man bei der nächsten ankommt. Und das zweite wären dann sogenannte Skip-Pointer, aber da komme ich gleich drauf. Bleiben wir noch mal kurz bei der Länge. Wenn ich die Länge einer Postliste kenne, was sagt mir das? Kleines bisschen um die Ecke denken, aber die Information ist nicht ganz unwichtig.
für später. Ja? Wie viele Dokumenten sowas, also ein Begriff vorkommt? Ja, genau. So ist es. Wenn ich die Postlist länger kenne und sie nicht erst feststellen muss, wie es ja manchmal bei verlinkten Listen der Fall ist, das heißt, wenn ich mir diese Informationen zusätzlich abspeichere, kenne ich die sogenannte Dokumenthäufigkeit des Terms. Und das ist noch ein entscheidender Faktor in der späteren Termgewichtsfunktion, die wir uns dann bei Retrieval-Modellen anschauen. Aber hier nur der Zusammenhang zu der Datenstruktur. Was die Skip-Pointer anbelangt, das ist dann eine Datenstruktur, die noch zusätzlich über eine Postliste drüber gelegt wird. Und zwar wird hier eine Skip-Liste realisiert innerhalb einer Postliste, damit man sehr schnell auch durch die Postliste navigieren kann oder wahlfrei navigieren kann. Das sehen Sie dann hier nochmal grafisch dargestellt. Verschiedene Pointer in den Einträgen erlauben das Voranspringen zu verschiedenen späteren Einträgen. Also Sie kennen ja noch das Konzept einer verlinkten Liste. Insofern sehen Sie hier einfach mehrere verlinkte Listen realisiert in einer verlinkten Liste. Das ist die original verlinkte Liste der Postings dann hier. Und hier können Sie halt schon auf spätere Einträge der Postliste zugreifen und mit dem entsprechenden Schlüssel des Listeneintrags vergleichen, um herauszufinden, ob es sich lohnt, die Einträge hier zwischen zu überspringen. Das sehen wir gleich in den Algorithmen auch noch. Und die Zahl der, beziehungsweise das ermöglicht, wenn man auf eine Postliste zugreifen möchte, dass man dann eben nicht erst noch systematisch, also sequenziell suchen muss, was von der Komplexität her ein bisschen viel wäre, sondern man kann logarithmisch in die Postliste reinspringen, wenn man nach einem bestimmten Eintrag sucht, was durchaus sein kann, wie wir gleich sehen werden. Effektiv wären hier eine Zahl von Skip-Pointern, die sich als Wurzel aus der Dokumenthäufigkeit des Dokuments, des Terms in der Dokumentkollektion berechnen. Das heißt Wurzel aus der Länge der Postliste. Geht das ja auch nicht mehr. Ah ne, wir sind am Ende hier. Gut, Entschuldigung. So, ja, hier sehen wir zwei Beispiele für Postlisten nochmal. Ich wiederhole das nochmal für die Aufnahme. Wir sehen zwei Beispiele für die Postlisten, bei denen wir etwas mehr Komplexität mit den ganzen Eigenschaften, die wir vorher gesehen haben, zu sehen bekommen. Für zwei Terme TI und TJ. Hier im ersten Eintrag sind jeweils die Länge und der erste Skip-Pointer drin. Der erste Eintrag ist die Dokumentreferenz, der zweite Eintrag das Termgewicht, hier die Termhäufigkeit einfach als konkrete Zahl und das setzt sich dann immer so weiter so fort mit verschiedenen Skip-Pointern hier drin. Wir können uns also Entscheidungen treffen, wie wir diese Postlisten hier sortieren wollen und kanonische Sortierungen könnten über den ganzen Index gelegt werden, zum Beispiel, dass alle Postlisten nach Dokument-ID sortiert sind. Das ist gut für die Skip-Listen hier, weil dann die Anfrageverarbeitung besser wird. Aber ein Problem, was damit auftritt, ist, dass gute Dokumente, was immer gut in unserem Kontext bedeutet, also das heißt hochqualitative Dokumente, dann quasi zufällig über die Einträge der Postliste verteilt werden. Nämlich abhängig davon, wie wir sie tatsächlich im Web zum Beispiel gefunden haben. Wenn wir stattdessen zum Beispiel nach dem Term Gewicht, das ja in gewisser Hinsicht die Wichtigkeit eines Terms für das Dokument andeuten soll, sortieren, dann bekommen wir mit höherer Wahrscheinlichkeit die guten Dokumente diesbezüglich nach vorne in die Postliste. Aber das macht Index-Updates bedeutend schwieriger. Insofern halt, als dass man dann ein Dokument, das jeweils neu dazukommt, nicht einfach ans Ende dran schreiben kann, der Postliste, für die es betrifft, sondern gegebenenfalls irgendwo mitten reinschreiben muss. Und das natürlich rein von der Implementierung her bei dynamischen Indexes. Man muss dann Platz schaffen irgendwo in dieser Datei.
oder, und das kommt dann später bei der Konstruktion noch, spezifische Algorithmen dafür einsetzen. Genau, jetzt habe ich Termgewicht und Qualität ein bisschen durcheinander gebracht. Das tut mir leid. Der Dokumentqualität wird üblicherweise offline berechnet im Vorhinein, zum Beispiel dadurch, dass man die Autorität des Dokuments in irgendeiner Weise betrachtet. Und man kann natürlich nochmal, das wäre immer noch ein globales Maß hier, eine Einschätzung der Dokumentqualität, weil es dann letztendlich alle Dokumente als Ganzes betrachtet und sie werden dann immer noch über alle Postlisten in der gleichen Reihenfolge, wenn auch nicht mehr in der Reihenfolge der ID. Die andere Sortierung, auf die ich mich gerade bezogen habe, war bezüglich Termgewicht. Da ist es dann eine lokale Sortierung bezüglich der einzelnen hier angegebenen Termgewichte, die man vornehmen kann. Allerdings haben wir dann keinerlei kanonische Sortierung mehr bezüglich der Postlisten hier, was gegebenenfalls auch die Verarbeitung erschwert. Also es hat beides Vor- und Nachteile, jede dieser Arten und Weisen zu sortieren hat Vor- und Nachteile. Und in der Praxis, wenn man skalieren möchte, wird man verschiedene Kombinationen daraus auf verschiedene Submengen der Dokumentmenge anwenden, wie wir nachher oder beim nächsten Mal dann vielleicht noch sehen werden. Die Größe eines Index bewegt sich, oder der gesamten Datenstruktur bewegt sich von der Komplexität her in der Größe der Dokumentkollektion, die wir vorliegen haben. Also Faustregel sagt, der Index ist so groß wie die Dokumentkollektion. Und Kompression kann hier dann zwar einen Faktor herausholen, aber keine Größenordnung üblicherweise. Kommen wir dann als nächstes zur Anfrageverarbeitung. Dieser Teil ist zweigeteilt und wir fangen als erstes an mit der Anfrageverarbeitung für das sogenannte Set Retrieval. Beim Set Retrieval, das haben wir beim Evaluierungsabschnitt schon mal angerissen, geht es darum, dass wir im Prinzip Relevanz nicht beurteilen als als gescortes Kriterium in dem Sinne, dass man sagt, jedes Dokument kann eine gewisse Relevanz aufweisen für eine Anfrage und ich bringe sie einfach in die Reihenfolge, wie es letztendlich beim gerankten Retrieval der Fall wäre, sondern ich entscheide mich starr und binär dafür, ist ein Dokument relevant oder nicht. Und bei den Dokumenten, für die ich mich als relevant entscheide, die packe ich dann in mein Resultatset hinein. Diese Art ignoriert üblicherweise auch das Ranking oder nimmt es höchstens nachträglich noch in der Menge Retrieve der Dokumente vor. Auch wenn sich das ein bisschen antiquiert anhört, ist es nicht. Es gibt immer noch zahlreiche Suchdomänen, auch heute noch, wo das sehr intensiv gemacht wird. Insbesondere bei Suchproblemen, bei denen es darauf ankommt, möglichst alles zu finden, was sich in einer Dokumentkollektion befindet, was relevant ist für eine Dokumentmenge. Da wünscht man sich natürlich, dass selbst wenn ein bisschen gerankt wird, dass dann trotzdem am Anfang des Rankings möglichst bis zu einem gewissen Cut-Off alle relevanten Dokumente vorhanden sind. Und der Cut-Off ist dann auch wirklich hart. Das bedeutet, man hat ein gewisses Budget, sich Dokumente anzuschauen, also die Zahl der Personenstunden, die man investieren kann, um sich Dokumente anschauen zu lassen und als relevant oder nicht relevant zu bewerten, ist begrenzt und demzufolge kann man sich halt nur so und so viel 1.000 oder 10.000 Dokumente angucken. E-Discovery bezieht sich auf Anfragen an Unternehmen, die gerade zum Beispiel verklagt werden von der Gegenpartei. Die müssen die beantworten und müssen dafür auch Technologie vorhalten und dafür sorgen, dass solche Anfragen sehr gut beantwortet werden. Und hier werden dann sehr umfangreiche Boolean-Anfragen formuliert, um Dokumente zu identifizieren. Bei der Patentsuche ist es ebenso ähnlich. Hier versuchen Patentanwälte üblicherweise zu vermeiden, dass die Patentexaminer die Claims, die man selbst im eigenen Patent aufgestellt hat, wiederfinden in dem existierenden Korpus, verwenden also demzufolge auch sehr abstruse oder andere Terminologie gegebenenfalls, wenn das irgendwie semantisch zulässig ist,
und wollen das Leben da den Leuten schwer machen. Die Patent Examiner umgekehrt haben das Problem, unter allen Patenten für ein gegebenes Beispielpatent, also ein zu akzeptierendes oder abzulehnendes Patent, herauszufinden, ob es schon irgendeinen Prior Art gibt, ob irgendein Claim davon schon mal von anderen erhoben wurde. Systematische Reviews bezieht sich auf Medizin. Da geht es darum, zum Beispiel für eine Analyse, welches Medikament oder welche Behandlung für eine bestimmte Krankheit ist denn jetzt die beste, mal systematisch die gesamte Literatur der Medizin durchzugehen, und da werden dann gerne auch mal einige hunderttausend Dokumente systematisch analysiert. Also das heißt hier, Sie sehen, bei den Größenordnungen hier, da kommt schon einiges zusammen, also die Sets können schon recht groß sein, nicht so wie bei der Websuche, wo wir bestenfalls mit 10 Dokumenten auskommen wollen und dann die NutzerInnen meistens auch schon beim dritten müde werden. Anfragen für das Set Retrieval sind üblicherweise Boolean-Anfragen, also das heißt Anfragen, die in Schlüsselwörter zerlegt sind und die eine Boolean, die mit einer Boolean-Semantik miteinander zu quasi logischen Formeln komponiert werden. Und wir unterscheiden hier nicht notwendigerweise, also ich meine, das sind alles logische Formeln, die jetzt hier aufgeschlüsselt sind, mit vielleicht Ausnahme dieser spezifischen Anfragen hier, aber die Hauptpunkte sind alles logische Formeln. Allerdings unterscheiden wir verschiedene Typen logischer Formeln hier bezüglich der Art und Weise, wie man sie beantwortet am leichtesten mit Hilfe eines Indexes. Wir haben Einzelterm-Anfragen, da kann ich es im Prinzip schon vorwegnehmen. Und ja, es reicht, wenn wir einfach die Zeile des Indexes, so wie sie ist, ausgeben. Wir haben disjunktive Multiterm-Anfragen, also mit oder verknüpfte Wörter, konjunktive Multiterm-Anfragen mit unverknüpfte Wörter oder auch kompliziertere Formeln, wie sie hier zu sehen sind. Bei den konjunktiven Anfragen gibt es gegebenenfalls noch zwei zusätzliche Einschränkungen, die gerne verwendet werden, und insbesondere um in dieser doch verhältnismäßig eingeschränkten Semantik sicherzustellen, dass man doch eher die relevanten Dokumente findet als auch zusätzlich sehr viele irrelevante Dokumente. Wenn ich einfach nur, so wie es hier steht, nach Anthony und Brutus in zwei sehr langen Dokumenten oder in einem sehr langen Dokument suche, dann kann es sein, dass irgendwo am Anfang mal Anthony auftaucht und irgendwo am Ende mal Brutus. Aber ob das Ganze dann wirklich etwas miteinander zu tun hat in der Semantik, die ich mir vorgestellt habe, dass vielleicht diese Protagonisten in einem Stück irgendetwas miteinander zu tun haben, das kann man bezweifeln. Und in dem Zusammenhang kann man hier den sogenannten Proximity-Operator definieren, der ist hier einfach mal so dargestellt ist als /5, und das soll im Prinzip in diesem Beispiel aussagen, dass die beiden Wörter nicht weiter als 5 Wörter voneinander entfernt im Text vorkommen sollen. Man kann es auch noch eingeschränkter machen, anstatt jetzt in irgendeiner Reihenfolge diese Wörter in einer 5-Wort-Umgebung zu erwarten, kann man auch einfach sagen, okay, sie sollen exakt in dieser Reihenfolge, so wie es hier steht, das heißt hier inklusive der Verknüpfung AND, im Text vorkommen. Das wäre dann die Phrasensuche, über die wir schon gesprochen haben. Das überspringe ich. Wir können nun, wenn wir genauer hinschauen, nochmal genau betrachten, wie man konjunktive Multiterm-Queries beantwortet. Darauf konzentrieren wir uns jetzt hier. Und wir nehmen an, dass wir den Beispielindex von eben gegeben haben, wobei das hier, das K, steht, ist mal noch die Dokumentreferenz, ist aber der Schlüssel-Key, und die Termgewichtung wäre die Termhäufigkeit. Wir haben eine konjunktive Anfrage, T1 bis Tn, und wir suchen die Ergebnismenge R als Teilmenge von D oder halt auch als D selbst, wenn tatsächlich unsere Anfrage alle Dokumente mit abdeckt. Wir haben es im Prinzip eben schon mal gesagt, aber ich stelle die Frage trotzdem an das Publikum: Was ist denn jetzt das zugrunde liegende Problem, das wir hier bei der Beantwortung einer solchen Multiterm-Anfrage von nicht nur 2, sondern mehr Wörtern systematisch betrachten müssen? Kam eben bei Boolean, ja. Ja, also wieder das gleiche Prinzip. Wir wollen quasi Zeilen von T1 bis Tn, und zwar wollen wir das überall quasi in der Story.
Ja, genau. Also dass alle Dokumente, die am Ende im R sind, auch wirklich in allen vorkommen und keins extra. Und dafür gibt es natürlich einen Ausdruck, der heißt Intersection. Das heißt, was wir vornehmen, das Problem, was wir vornehmen, ist eine List-Intersection von mehreren Listen. Wir haben n verschiedene Listen, wobei wir mehr oder mindestens zwei davon haben. Und die Lösung wäre dann halt eine Menge R von Dokumenten, sodass jedes Dokument in allen Listen vorkommt und kein Dokument, das nicht in einer anderen Liste vorkommt, auch in der aktuellen Liste vorkommt. Also die Schnittmenge aller Listen im Endeffekt, kurz gesagt. Wir können jetzt, um das Ganze ein bisschen effizient zu gestalten und nicht einfach irgendwie in der Reihenfolge zum Beispiel, in der die Wörter hier in der Anfrage genannt sind, die Listen zu schneiden, zwei Ideen ausschlachten, die ich jetzt einfach mal hier in den Raum werfe. Das ist, wir fangen zunächst mal mit den beiden kürzesten Listen an, sie zu schneiden, um ein Zwischenergebnis zu erhalten, das dann wiederum eine Teilmenge des beziehungsweise eine Obermenge des Gesamtergebnisses ist. Und des Weiteren können wir werden wir dann in sortierter Reihenfolge der Listenlängen vorgehen. Warum machen wir das? Was denken Sie? Das hat was mit Effizienz zu tun. Ja? Ja, Sie sind auf dem richtigen Weg. Dieses R ist damit so klein, man es initial machen kann, wenn man nur zwei Listen schneidet. Ja, man muss ja dann immer von R' auch, wenn man dann weitergeht, nur die Elemente in R' halt überprüfen, ob ja. Die auch in der anderen Liste drin sind. Und wenn es aber groß ist, dann muss ich relativ viel überprüfen. Korrekt. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Skip-Pointer, die wir haben, das heißt die Skip-Listen hier tatsächlich immer nützlicher werden, je länger die Liste wird, die wir später hinzufügen. Das heißt, wir können immer mehr Einträge überspringen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn das sich so auslässt. Und von vornherein, wie wir gesagt haben, dieses partielle Ergebnis, dieses Zwischenergebnis, ist eine Obermenge des eigentlichen Resultatergebnisses. Das heißt, in diesen beiden kürzesten Listen hier können nur die Dokumente vorkommen, die tatsächlich nachher auch im Resultat sind, nicht mehr. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass in einer späteren Liste nochmal ein Dokument hinzukommt, das wir in diesen Listen nicht schon gesehen haben. Gut, wir gucken uns erstmal ein einfaches Verfahren an, um zwei Listen zu schneiden. Wir nehmen an, es handelte sich um singly linked lists und wir erwarten einen sortierten Output der Zahlen beider Listen hier, um dies als neue Zwischenliste zu verwenden. Wir initialisieren Iteratoren über den beiden eingegebenen Listen hier. Also zunächst mal betrachten wir das Schneiden zweier Listen. Solange die beiden Iteratoren noch nicht am Ende der Liste angekommen sind jeweils, und es reicht, wenn einer am Ende ankommt, schauen wir, ob die aktuellen Postings, auf die die Iteratoren jeweils zeigen, bezüglich ihres Keys, also das heißt der Dokumentreferenz, matchen. Wenn ja, werden sie dem Resultat oder dem Zwischenergebnis des Resultats hinzugefügt. Wenn nein, werden nacheinander die Iteratoren der beiden Listen vorangeschoben, und zwar so lange, wie sie noch kleiner sind als der jeweilige Schlüsselwert des jeweils anderen. Das Ganze wird in einer Schleife durchgeführt und am Ende
Wenn die Iteratoren oder wenn der erste Iterator am Ende einer der beiden Listen ankommt, können wir das Ergebnis zurückbekommen. Das hier die hochsprachliche Erklärung. Sie sehen jetzt hier den Pseudocode dazu. Hier in der ersten Zeile, wie gesagt, die Initialisierung. Wir initialisieren ein Ergebnis R für als Liste. Wir haben hier die Initialisierung der beiden Iteratoren. Jeweils als, wir zeigen Sie auf das Head-Element. Sie können das hier entsprechend nochmal nachlesen. Das zeigt auf, den, auf unsere Algorithmen- und Datenstrukturen-Vorlesung. Und in dieser Weilschleife wird dann geprüft, ob einer der beiden Iteratoren schon am Ende der Liste angekommen ist. Wenn jetzt der Schlüssel des jeweiligen Elements, auf das die Iteratoren gerade zeigen, gleich ist, dann wird es hinzugefügt. Und beide Iteratoren werden gleichzeitig auf das nächste Element, auf das nächste Listenelement geschoben, da es nicht sein kann, dass wir danach in derselben, in einer anderen Liste nochmal einen nochmaligen Eintrag desselben Dokuments finden. Anschließend werden beide Iteratoren, da sie ja nun auf neue Elemente zeigen, in dem Fall, beziehungsweise zunächst erstmal wird der Iterator x1 bezüglich des Verhältnisses zum Iterator x2, wenn beide noch nicht nil sind, weiter verschoben, wenn der Schlüssel des jeweiligen Elements kleiner ist als der von x2, da wir hier keinen Match offensichtlich vorliegen haben und sofort weiterspringen können. Wir verwenden dann hier die Skip-Liste und ich habe hier einfach eine Funktion definiert, die fragt, ob man skippen kann bezüglich des Keys von x2 und gegeben den Eintrag x1. Und wenn das der Fall ist, wird es geskippt, ansonsten wird einfach der Iterator einen weitergeschoben. Das Ganze analog dann für den anderen Iterator und auf diese Weise haben wir am Ende, wenn die Schleife am Ende terminiert, das Endergebnis. Das Ganze sehen Sie jetzt hier nochmal am Beispiel. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier eine spezialisierte Anfrage, unverknüpft zwei Terme, TI und TJ. Die entsprechenden Listen sind dann diese Einträge hier, das heißt sind diese Listen hier. Und wir sehen jetzt hier die Initialisierung des Resultatsets. Anschließend die Initialisierung der beiden Iteratoren, XI und XJ. Ich habe die jetzt einfach mal hier drüber bzw. hier drunter geschrieben. Einfach nur, damit wir sehen, auf welches Element sie zeigen. Key ist entsprechend dieser Eintrag hier, auf den dann geschaut wird. Und das ist entsprechend auch der Kopf der Liste. Und wir sehen, dass im ersten Schleifendurchlauf hier kein Match vorliegt. Das heißt, zunächst wird nichts dem Resultatset hinzugefügt und wir landen in der zweiten Vorschleife, die wir eben gesehen haben. Der zweite Iterator wird einen nach vorne geschoben. Man kann nicht nach vorne skippen, weil dieser Schlüsselwert dieses Eintrags hier größer ist als dieser Eintrag hier. Das heißt, wir können nur den Iterator um einen weiterschieben und finden dann beim nächsten Schleifendurchlauf tatsächlich ein matchendes Element, das dann auch direkt zum Resultatset hinzugefügt wird. Jetzt werden beide nach vorne geschoben und wir sehen jetzt wieder Unterschiede. Wir schauen uns den kleineren an und der kleine, beziehungsweise es wird wieder der jetzt hier nach vorne geschoben, weil in der umgekehrten Relation kein nach vorne schieben möglich ist von XI. Und hier ist kein Skip-Pointer mit drin, das heißt, es muss einfach weitergeschoben werden. Jetzt ist der Fall unterschiedlich und der XI-Iterator zeigt auf ein Element, das eine kleinere ID hat mit 4 und es wird auch ebenfalls einfach einen weitergeschoben. Das Ganze geht so weiter und bis wir dann hier tatsächlich den nächsten Match gefunden haben. Bei diesem Schritt kann man jetzt wieder nicht skippen. Von 5 auf 51, das passt nicht bezüglich der 8. Demzufolge wird es einfach nur ein weitergesetzt. Und als nächstes werden beide weitergeschoben. Jetzt haben wir hier den Fall, dass mal etwas skippen kann. Von 16 auf die 28 hier, die kleiner ist als die 41. Bis dahin kommen wir. Es geht allerdings noch weiter in dem Schleifendurchlauf. Wir landen dann bei diesem Element, haben wieder einen neuen Match im nächsten Schleifendurchlauf. Und das Ganze werden, beide Iteratoren werden insgesamt weitergeschoben und das Ganze geht dann einfach so weiter und so fort, bis einer der beiden Iteratoren am Ende der Postliste angekommen ist.
Es reicht, wenn einer am Ende seiner Postliste ankommt, denn dann kann ja kein zusätzliches Dokument mehr in der Schnittmenge sein. Wenn wir nun mehrere Postlisten haben, das heißt mehr als zwei Postlisten und die schneiden wollen, verwenden wir schlicht das Schneiden zweier Postlisten und wir gehen dann genau so vor, wie wir es eben diskutiert haben. Wir sortieren die Postlisten in aufsteigender Reihenfolge, das heißt wir bauen uns hier einen Min-Heap bezüglich der Postlistlängen und holen uns dann als erstes Zwischenergebnis hier die kürzeste Liste heraus aus dem Min-Heap und die wird dann auch entfernt aus dem Min-Heap übrigens, wenn Sie sich noch erinnern, wie ein Heap funktioniert. Solange der Heap noch mehr als 0 Einträge hat, holen wir die nächstkleinste Liste heraus und schneiden die dann einfach miteinander. Die Frage haben wir eben schon beantwortet, warum die Listen in aufsteigender Reihenfolge sortiert gemerged werden. Also insofern müssen wir da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das ist dann hier entsprechend nochmal diskutiert. Damit sind wir im Prinzip am Ende der heutigen Veranstaltung. Wir machen dann mit den Proximity Queries beim nächsten Mal weiter. Wir haben beim letzten Mal uns angeschaut, wie man auf Basis der Inverted Index Datenstruktur einfache Anfragen im Set Retrieval beantworten kann. Das werde ich nochmal ganz kurz rekapitulieren, weil wir da noch einmal wieder einsteigen, um das vom letzten Mal zu vervollständigen mit den Proximity Queries und den Phrasen Queries. Beim Set Retrieval, nochmal zur Erinnerung, geht es darum, dass wir die Menge der relevanten Dokumente unter allen Dokumenten identifizieren. Das Ranking spielt dann erstmal keine Rolle. Und wir unterscheiden dort letztendlich getrieben dadurch, wie man die verschiedenen Anfragen beantworten kann auf Basis der Datenstruktur unterschiedliche Queries. Natürlich sind das alles, wenn man die Zusätze, die hier genannt sind, das heißt, diese beiden mal auslässt, alles einfach Boolean-Queries. Das ist ja auch eine Boolean-Formel und dies hier auch und dies hier auch. Also insofern, jetzt steht hier komplex Boolean-Queries, der Begriff komplex ist auch nicht unabsichtlich in Quotes gesetzt. Das ist erstmal alles einfach eine Boolean-Query und das war's. Der Unterschied kommt halt daher, dass man für bestimmte Arten von Boolean-Queries bestimmte Dinge spezifisch machen kann. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, wie wir Einzelwortanfragen am leichtesten beantworten können auf Basis der Datenstruktur, wie wir disjunktive Boolean-Anfragen beantworten können und wie wir konjunktive Multiterm-Anfragen beantworten können. Und heute vervollständigen wir das, indem wir uns anschauen, wie man obendrauf zu den konjunktiven Multiterm-Anfragen dann auch noch Constraints einfügen kann, die sich darum drehen, wie nah zwei Wörter zusammenstehen sollen oder ob es sich um eine Phrase handeln soll. Ich springe dann einmal kurz zu den konjunktiven Multiterm-Queries. Das Problem, was hier zu lösen ist, ist im Allgemeinen einfach nur das der List-Intersection. Sie erinnern sich, wir modellieren hier die Indexdatenstruktur oder so werden sie in allen Teilen auch implementiert in Datenbanken, unter anderem auch als eine Abbildung von Termen auf eine Liste. Und diese Liste hat Einträge bezüglich jedes Dokuments, in dem der Term, der hier designiert ist, vorkommt. Und in jedem Eintrag stehen bestimmte Einträge, wie zum Beispiel der Identifier des Dokuments, ein Termgewicht, das die Wichtigkeit des Terms bezüglich des Inhalts, des Themas des Dokuments anzeigt und gegebenenfalls noch weitere Metainformationen. Und alles, was wir nun tun müssen, wenn wir eine Anfrage haben, die aus n Termen, die mit un verknüpft sind, in einer Boolean-Anfrage bestehen, ist einfach nur diese Listen bezüglich, in diesem Fall, des Dokument-Identifiers zu schneiden. Und das
gemergte Ergebnis entsprechend zurückzugeben. Das haben wir dann auch algorithmisch gesehen und in dem Zusammenhang würde ich den Algorithmus jetzt nicht noch einmal komplett durchexerzieren. Hier ist er nochmal gezeigt und wir haben uns dann auch ein Beispiel dazu angeguckt, wie dieser Algorithmus funktioniert. Das müssen wir uns jetzt hier an dieser Stelle nicht noch einmal vergegenwärtigen. Ich gehe da einfach nur nochmal schnell drüber. Man sieht jetzt hier, wie die Iteratoren entsprechend drüber gehen und immer wenn zwei Dokument-IDs übereinstimmen, wird ein neuer Eintrag hinzugefügt und es wird auch kein Dokument übersehen. Okay, dann haben wir noch gesehen, wie man im Prinzip nicht nur zwei Wortanfragen beantworten, sondern mehr Wortanfragen beantworten kann, indem man dann einfach eine sich wiederholende Intersection auf der jeweiligen Intersection der vorigen zwei kürzesten Postlisten durchführt. Und wir haben gesehen, dass die Ordnung in der Postlisten bezüglich der Länge in aufsteigender Reihenfolge vorgenommen wird, damit wir die Hauptspeicherauslastung minimieren. Dann kommen wir jetzt also zu den sogenannten Proximity Queries. Hier haben wir einen Constraint, den haben wir jetzt hier verallgemeinert, haben wir vorher schon am Beispiel gesehen. Die Syntax ist arbiträr. Ich habe jetzt einfach mal slash epsilon genommen, wobei epsilon irgendeine Zahl größer oder gleich 1 ist. Die Terme sollen in einer Epsilon-Umgebung, die Terme TI und TJ sollen in einer Epsilon-Umgebung umeinander in das Dokument stehen. Dabei kommt es nicht auf die Reihenfolge der Terme an. TJ kann vor TI stehen oder TI vor TJ, aber es sollen nicht mehr als Epsilon-Terme dazwischen sein. Und um diese Art von Anfragen zu beantworten, benötigen wir die Positionen der Terme im Dokument zusätzlich. Es reicht nicht zu wissen, zwei Terme kommen im Dokument vor. Wir haben zum Zeitpunkt der Verarbeitung solcher Anfragen nicht die Kapazitäten, die Originaldokumente noch einmal hervorzukramen aus dem Document Store und sie noch einmal zu verarbeiten und zu schauen, ob die Terme, wenn sie denn beide tatsächlich in einer geschnittenen Liste vorkommen, auch wirklich im Dokument nahe genug beieinander stehen. Das Einzige, was wir tun können, ist im Vorhinein sicherzustellen, dass wir wissen, wo jeder Term im Dokument vorkommt und nicht. Das bedeutet insbesondere auch, dass wir jede Position des Terms innerhalb des Dokuments kennen müssen, nicht nur ein Vorkommen des Terms. Das sieht dann an einem Beispielsatz so aus: You cannot end a sentence with because, because, because is a conjunction. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, das ich gewählt habe, damit because mal dreimal vorkommt in dem kurzen Textabschnitt hier. Und wir sehen es hier für das Posting because, also das heißt den Term because, würde dann der Eintrag hier so aussehen: irgendein Dokument-Identifier, das Wort kommt in diesem Dokument dreimal vor, deswegen das Termgewicht 3 und die Positionen 7, 8, 9 in der Positionsliste. Ziemlich straightforward. Das Ganze dann hier nochmal für Sentence. Und wir sehen, wenn wir uns diesen Satz anschauen, dass Sentence und Because in einer Zwei-Umgebung umeinander stehen. Beziehungsweise, es gibt noch eine Reihe andere Wörter, wenn wir uns Because anschauen, die in der Zwei-Umgebung um Because herumstehen. Das ist natürlich das Wort selbst. Das würde natürlich trotz allem wenig Sinn ergeben, aber man könnte auch eine Proximity-Anfrage machen, bei der man verlangt, dass zweimal dasselbe Wort innerhalb derselben Umgebung auftaucht. Aber wenn Sie sich jetzt hier anschauen, welche Wörter innerhalb von einer Zwei-Umgebung um jedes dieser Vorkommen von because sind, dann muss man einfach vom letzten Wort hier nochmal zwei weitergehen, sieht is a, oder vom ersten Wort nochmal zwei zurück, with sentence, because kommt dann entsprechend noch hinzu und so entsteht diese Zwei-Umgebung um because als die Menge der Wörter, die von einer Proximity-Anfrage, wo das Epsilon 2 ist, hervorgeholt werden können müssen. Auch hierfür haben wir dann einen Algorithmus, der uns dabei helfen soll, die Postlist-Intersection entsprechend durchzuführen. Wir fügen eine Funktion hinzu, nämlich Intersect-Positions. Die wird nachher in den Algorithmus Intersect-To eingefügt. Und diese
dieser Algorithmus erhält als Eingabe zwei Arrays, nämlich die sortierten Positionslisten der beiden fraglichen Terme und außerdem die Variable Epsilon, nämlich die maximale Distanz zwischen diesen beiden Termen. Als Ausgabe soll dieser Algorithmus im Prinzip die Positionen liefern, die für die dieses Constraint der Proximity der beiden Terme zutrifft, sofern es denn welche gibt. Sie sehen hier im Algorithmus, es handelt sich um eine geschachtelte Vorschleife. Zunächst wird eine, ich glaube, ich bin hier einen weiter vorgesprungen, oder ist eine Folie nicht da? Eigentlich müsste hier neben noch nebenstehend noch eine Erklärung sein. Ich bin mir nicht sicher, wo die hin ist. Aber gut, wir gehen einfach so durch. Sie sehen hier, nebenstehend ist der Algorithmus und in dem Algorithmus gibt es, der Algorithmus macht eine Resultliste auf bezüglich der zu erwartenden Positionen, die in der Epsilon-Umgebung sind, in der die beiden Wörter vorkommen. Die wird als Map aufgemacht. Dann gehen wir in der ersten Vorschleife im Prinzip das erste Array durch, machen dann eine Zwischenergebnisliste auf und in der zweiten Vorschleife gehen wir das zweite Array durch, in der geschachtelten Vorschleife und dann werden im Prinzip bezüglich der Laufvariablen i und j die beiden Arrays miteinander verglichen und geschaut, ob die jeweiligen Einträge für die Positionen kleiner oder gleich Epsilon sind. Wenn das der Fall ist, werden sie der Liste hinzugefügt. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir die innere Vorschleife direkt verlassen. Das heißt, wir müssen nicht das Array A2 vollständig durchsuchen. Sobald wir das erste Mal eine Position entdecken, die außerhalb dieser Epsilon-Umgebung liegt, können wir aufhören, das Array weiter zu durchsuchen. Und am Ende dieser Vorschleife wird dann die Intermediate-Liste entsprechend eingefügt in die endgültige Resultatliste und wir fahren mit der nächsten Position i hier fort. Das erklärt im Prinzip auch den ersten Punkt hier und wenn wir uns dann den Algorithmus Intersect2 anschauen, der wird hier dann als weitere Bedingung in Zeile 3 eingefügt. Jetzt muss ich kurz zurückschauen. So. Das ist im Prinzip schon alles zu Proximity Queries. Es gibt einfach einen kleinen Zusatz. Wir müssen den Index vergrößern, indem wir Positionslisten hinzufügen. Und bei Phrasenqueries ist es nicht viel anders. Letztendlich können Sie an dieser Stelle schon sehen, dass eine Phrase im Prinzip nichts anderes ist als die Forderung, dass zwei Wörter hintereinander vorkommen in einer spezifischen Reihenfolge, zwei oder mehr Wörter, hier sind es M in dieser Beispielanfrage, und auch dafür brauchen wir dann die Positionslisten. Im Prinzip läuft der Algorithmus ganz genauso wie vorher, der Epsilon-Constraint ist 1 und wir fordern zusätzlich noch, dass die Reihenfolge entsprechend gegeben ist. Das kann man leicht anpassen im vorigen Algorithmus. Wenn Sie sich jetzt hier in diesem Beispielindex mal die Positionslisten anschauen für diese Wörter to, be, or und not, welche Phrase könnte hier gegebenenfalls kodiert sein in den Positionslisten? Ja, ganz genau. Das saufende Shakespeare-Beispiel. Und das sehen Sie dann hier. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, können Sie einfach hier sehen, dass Sie einfach nur in der Spalte hier nach unten gehen müssen. To be or not to be. Und das ist dann im Prinzip schon alles. Im Großen und Ganzen passiert hier nichts Besonderes oder Aufwendiges zusätzlich. Wie gesagt, wir müssen einen zusätzlichen Constraint checken, nämlich dass die Reihenfolge ebenfalls erhalten geblieben ist innerhalb der Positionslisten. Genau, es gibt hier einen kleinen Runtime-Overhead, den wir bezahlen müssen dafür. Bezieht sich halt letztendlich auf die Länge des Dokuments im O-Kalkül. Und das ist im Prinzip schon fast alles. Was wir noch zusätzlich machen können, ist, wir können das Ganze noch beschleunigen. Und das können wir so erreichen, indem wir als Indexterme statt einzelner Wörter Bigramme verwenden. Das heißt, oder auch
n Gramm beliebiger Länge von m, wir haben jetzt hier mal Bigramme verwendet, und dann einfach sagen, to be or not und not to. Die Positionsliste hat sich hier dann leicht geändert entsprechend. Wir haben jetzt hier auch nochmal andere Zahlen, also diese Gewichte sind einfach arbiträr gewählt, darum müssen Sie sich nicht kümmern. Die Positionsliste hat sich dann hier nochmal leicht geändert entsprechend, und letztendlich kann der Algorithmus genauso wie vorher weiterlaufen. Allerdings können wir ein bisschen den Algorithmus dadurch beschleunigen, dass wir Bigramme betrachten. Wie wäre das möglich? Ja. Naja, wenn der User jetzt quasi irgendwelche Phrasen sucht, dann kann man ja direkt nach denen suchen. Und wenn die irgendwie nicht enthalten sind oder so, dann kann man ja das dann noch ausklicken. Ja, da sind Sie jetzt ein bisschen zu allgemein mit dieser Antwort. Insofern halt, weil Sie mir jetzt nicht sagen, wie wir den Algorithmus zum Intersekten der Postlisten noch beschleunigen können, auf Basis der, unter Ausnutzung der Tatsache, dass wir anstatt Einzelwörtern als Key im Index Bigramme haben. Ja, warum? Also, ist ja kein Zwang. Naja, nee, aber ich meine, jetzt sehen wir ja dort, dass wir quasi ein Wort weniger suchen müssen. Weil von links bis 138 ist bis 137. Ein Wort, das ist natürlich ein konstanter Faktor. Das ist jetzt, wir wollen ja wirklich was rausholen in der Komplexität. Also. Das wird ja nicht mehr. Nee, also wenn Sie jetzt genauso vorgehen würden wie vorher, to und dann be und dann or und dann not und dann to und dann hat das be, können Sie sich dann sparen, ja, aber geht's noch besser? Ja? Müssen wir diese Phrasen, die so dazwischen stehen, mitbehandeln? Also nö. Wir haben ja einmal to be or not to be und dann hätten wir nur drei. Korrekt. Ja, jetzt haben Sie es, ganz genau. Ich sage es nochmal für alle. Es ist natürlich nicht nötig, dass wir, wenn wir to be schon gefunden haben oder die Position von to be hier schon kennen, dass wir dann be or nochmal betrachten. Wir können dann sofort zu or not springen in der Phrase, die wir betrachten, und dann schauen, ob die einfach hintereinander stehen. Und das ist genau das, was hier passiert. Das heißt, je länger das n wird für den n-Gramm-Index, den Sie haben, oder den Sie sich zusätzlich konstruieren, das heißt, mit steigendem n können Sie einfach die Laufzeit durch diesen Faktor n dividieren. Und das kann schon signifikante Speedups bringen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass in der Praxis wir nicht beliebig lange n-Gramm-Indexe bauen können, weil diese Indexe zu bauen oder auch mehrere solcher Indexe zusätzlich zu bauen, bringt schon einen gewissen Overhead mit. Und wir vermuten, dass Google durchaus nicht nur 2 Gramm Indexe zusätzlich maintaint, sondern durchaus auch mehr N Gramm Indexe obendrauf. Das können die sich leisten. Allerdings wird es bei herkömmlichen Suchmaschinen, die Phrasensuche anbieten sollen, eher darauf hinauslaufen, dass man nur einen 2 Gramm Index neben dem 1 Gramm Index zusätzlich maintaint. Man hat auf diese Weise mehr oder weniger aber nochmal die benötigte Speicherkapazität für den Index und verdoppelt. Einfach nur, um dieses einfache Feature der Phrasensuche anzubieten. Nicht viele Menschen machen das, das haben wir ja schon gesehen. Aber Profis, Experten erwarten, dass Phrasensuche durchaus möglich ist. Und man sollte vielleicht an dieser Stelle, trotz der Tatsache, dass man nur eine kleine Nutzerschar bedient, trotzdem diesen Aufwand treiben. Denn man möchte auch die Profis nicht vergräzen, je nachdem, wer ihre Zielgruppe für die Suchmaschine ist. Genau. Ja, vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Wenn Positionen im Index gespeichert werden müssen, auch um Proximity oder Phrasenqueries zu beantworten, dann steigt natürlich noch einmal der Overhead für die Indexgröße und er wird 2- bis 4-mal größer im Schnitt. Je nachdem, natürlich sind nicht alle Wörter sehr häufig in Dokumenten verteilt. Das heißt, hier liegt ja eine ZIP-Verteilung zugrunde, die dann dafür sorgt, dass es nicht sich einfach vervielfacht,
wie man es erwarten könnte für jedes Wort bezüglich der Zahl der Dokumente, sondern es hängt von Spracheigenschaften an der Stelle ab. Und ja, genau, die Retrieval-Modelle, die wir am Ende sehen, die benutzen die Reihenfolge von Wörtern oder die Tatsache, dass sie nah beieinander stehen, eigentlich nicht. Sie betrachten Dokumente als Menge von Wörtern. Und das ist schon eine Einschränkung, denn Sie können sich vorstellen, wenn zwei Wörter näher beieinander stehen, die ich in einer Anfrage vereint habe, dann wird es schon eher so sein, dass ein Dokument relevant ist, in dem diese beiden Wörter auch wirklich nahe beieinander stehen, als wenn sie eins am Anfang des Dokuments und eins am Ende des Dokuments vorkommen. Denn es kann halt sein, dass in dem Dokument zwei völlig verschiedene Themen besprochen werden, aus welchem Grund auch immer. Und wenn Sie ein Webdokument zugrunde legen, das haben wir am Anfang gesehen, kann es ja auch durchaus sein, dass verschiedene Themen zu einer Webseite zusammengefasst werden, die eigentlich verschiedene Dokumente sein müssen. Damit sind wir am Ende dieses Zwischenabschnitts und kommen dann jetzt zum Ranked Retrieval. Also hier haben wir dann nicht mehr die Situation, dass wir einfach nur die Menge der relevanten Dokumente unter allen identifizieren wollen, sondern wir haben jetzt die Situation, dass wir einfach alle oder zumindest die wichtigen Dokumente ranken wollen, damit wir sie in dieser Reihenfolge, in der Reihenfolge der absteigender Relevanz den NutzerInnen präsentieren können. Und Ranked Retrieval machen natürlich auch die meisten Suchmaschinen. Allerdings, da ein Index zugrunde liegt, implementieren sie auch die Basisanwendungen, die wir hier gesehen haben, durchaus. Und wir haben ja auch gesehen, dass es verschiedene Anwendungen gibt, in denen Set Retrieval durchaus eine Rolle spielt. Dazu nochmal als kleiner Recap, wie kann ich denn die Relevanz eines Dokuments ganz rudimentär messen? Dafür benötige ich im Prinzip zwei Funktionen. Das ist einmal die Funktion, die das Termgewicht ausrechnet für einen Term T bezüglich einer Anfrage und dann eine Funktion, die ein Termgewicht ausrechnet für einen Term T bezüglich eines Dokuments. Nochmal zur Erinnerung, ein Termgewicht soll anzeigen, wie wichtig ist das Wort, wie wichtig ist der Term in Bezug auf den Inhalt des Dokuments. Und die beiden Werte werden bezüglich aller in der Terminologie vorkommenden Terme miteinander multipliziert bezüglich einer gegebenen Anfrage und einem gegebenen Dokument. Und die Summe ist dann einfach unser Relevanzwert für das Dokument gegeben, die Anfrage. Wir haben gesehen, dass man hier dann noch einschränkt, das steht dann hier nochmal, auf die tatsächlich in der Anfrage vorkommenden Terme. Das werden wir jetzt auch bei den folgenden Algorithmen nochmal sehen, aber das nur der Vollständigkeit halber hier. Wir unterscheiden hier im Prinzip erstmal dieselben Arten von Anfragen wie zuvor. Letztendlich haben auch Schlüsselwortanfragen, die an Suchmaschinen, die ranken, gestellt werden, irgendeine Art von Boolean-Semantik. Ganz häufig wird einfach implizit angenommen von den NutzerInnen, dass sie eine Und-Semantik haben, wobei sie schon eigentlich auch möchten von der Suchmaschine, dass wenn sie einen Term zu viel angegeben haben, dass dann trotzdem gegebenenfalls noch andere Sachen gefunden werden. Das heißt, man erwartet, dass das Ranking die Dokumente nach oben spült, in denen alle genannten Wörter in einer Anfrage vorkommen, was eher eine Unsemantik suggeriert, versus die Tatsache, dass dann hinten dran durchaus noch Dokumente hängen dürfen, die nicht alle Wörter beinhalten. Allerdings, wenn man das Ganze dann runterbricht auf die formalen Grundlagen, handelt es sich de facto um eine disjunktive Multiterm-Anfrage. Und so wird sie letztendlich auch von Suchmaschinen behandelt. Einzelwortanfragen können wir wieder ein bisschen herausstellen, das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Aber diese Anfragen hier, wie wir sie hier sehen, insbesondere Proximity- und Phrasenanfragen, benötigen schlicht die Positionsindizierung. Und da kommt dann alles, was wir vorher beim Set-Retrieval gesehen haben, wieder zum Tragen. Wenn wir also eine Einwortanfrage haben, können wir letztendlich genau wie beim Set-Retrieval einfach wieder die entsprechende
Postliste herangeben und sie im Prinzip einfach ausgeben. Allerdings ist hier weiterhin die Forderung, dass wir ranken sollen. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir ranken wollen nach dem Termgewicht TF, das heißt hier diese purple eingefärbten Zahlen sollen das Termgewicht in TF widerspiegeln, dann kommt es sehr stark darauf an, wie die Postliste sortiert ist, ob wir die relevantesten Dokumente sehr schnell finden oder nicht. Und wir haben ja bis jetzt gesehen, dass es notwendig war, die Postlisten global im ganzen Index zu sortieren, nach Dokument-ID oder nach einer alternativen Dokument-ID, die neu vergeben wird anhand einer vorher eingeschätzten Dokumentqualität. Das kann hier allerdings im Worst Case bei einer Einwortanfrage dazu führen, dass wir eine sehr, sehr lange Postliste vollständig durchgehen müssen, um das relevanteste Dokument zu identifizieren. Und deswegen ist es für Einwortanfragen definitiv besser, wenn die Postlisten nach Termgewicht direkt sortiert sind. Das heißt, es gibt kein globales Sortierkriterium mehr im Index. Die Index-Dokumentschlüssel kommen nicht mehr in derselben Reihenfolge in jeder Postliste vor, wenn sie denn vorkommen, sondern es wird einfach nach den entsprechenden Termgewichten hier absteigend sortiert und wir nehmen dann heuristisch an, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit das relevanteste Dokument auf dem obersten Rang ist. Skiplisten machen dann innerhalb von diesen Postlisten auch keinen großen Sinn mehr, denn es kommt sehr selten vor, dass wir wahlfrei bezüglich eines Termgewichts durch eine Postliste springen müssen. Im Normalfall wollen wir einfach die höchstgewichteten Dokumente zuerst sehen und dann in absteigender Reihenfolge die nächsthöchstgewichteten. Das heißt, wir kommen nie in die Situation, dass wir mal irgendwie hier reinspringen wollen und ein Dokument finden wollen, das ein 1-Gewicht bezüglich eines Terms hat. Das heißt, auch hier sehen wir, dass abhängig von den Designentscheidungen oder von den Anforderungen, die an meine Suchmaschine gestellt werden, auch das grundlegende Design des Indexes sich ändert und gegebenenfalls andere Arten von Anfragen nicht mehr so leicht zulässt. Man muss hier also in der Praxis gegebenenfalls auch nochmal, wenn man tatsächlich die Anforderung hat, dass mehrere Arten von Anfragen gleichermaßen möglich sein sollen, nochmal verschiedene Arten von Indexen vorhalten, was die Zahl der Indexe gegebenenfalls noch einmal erhöht. Schauen wir uns nun disjunktive Queries an. Generell werden disjunktive Queries Also generell werden Anfragen an Suchmaschinen disjunktiv betrachtet. Es wird angenommen, ein Term kann vorkommen oder ein Term kann nicht vorkommen. Jedes Dokument wird gescored. Selbst wenn nur ein Term im Dokument vorkommt, in einer Mehrterm-Anfrage. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die Datenstruktur des Index zu verwenden, um diese Anfragen zu beantworten. Das ist einmal das Document-at-a-Time-Scoring und dann auf der nächsten Folie das Term-at-a-Time-Scoring. Beim Document-at-a-Time-Scoring wird eine totale Ordnung der Postlisten vorausgesetzt, was jetzt schon wieder gegenläufig ist zu den Einzelwortanfragen, wie wir es vorgesehen haben, wo eine nicht totale Ordnung, also das heißt eine lokale Ordnung der Postlisten, optimal ist. Beim Document-at-a-Time-Scoring werden alle Dokumente gescored in Reihenfolge der Dokument-ID. Und man kann natürlich versuchen, eine globale Dokument-ID zu vergeben im Nachhinein durch irgendeine Art von Einschätzung der Dokumentqualität. Was hier ein bisschen die Laufzeit verschlechtert bei dieser Art der Anfragebearbeitung, ist, dass man gleichzeitig auf mehrere Postlisten im Index zugreifen muss, gegebenenfalls auf derselben Festplatte. Das ist bei SSDs oder NVMEs weniger kritisch heutzutage, bei sich drehenden Festplatten jedoch immer noch. Und zumindest nach letzter Sichtung des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind drehende Festplatten meistens auch noch das,
Maß der Dinge für Großdatenspeicher, auch in diesem Zusammenhang. Beim Term-at-a-Time-Scoring läuft es etwas anders. Hier wird iterativ eine Postliste nach der anderen durchgegangen und wir gehen zum Beispiel die Postlisten in der Ordnung absteigender Termhäufigkeit durch. Es wird für jedes Dokument dann sozusagen eine temporäre Query-Postliste angelegt, in der partielle Document-Scores, also Relevanz-Scores für die Dokumente, vorgehalten werden. Und diese Liste kann auch von vornherein schon sortiert werden, sodass man quasi mit jedem neuen Term aus der Anfrage, den man gesehen hat, einen partiellen Relevanzscore der Dokumente schon hat und schon sieht, welche Dokumente wahrscheinlich auf hohen Rängen landen werden. Man kann dann nach und nach, je mehr Terme man verarbeitet, sehen, wie sich die tatsächlichen Document Scores an die Zwischenergebnisse der Document Scores an die tatsächlichen Document Scores annähern und nach und nach akkumulieren. Setzt allerdings voraus, dass die Relevanzfunktion, die man anwendet, also das Row, was wir eben noch gesehen haben, additiv ist. Wir können hier eine ganze Reihe von Optimierungsverfahren anwenden, um diese Algorithmen zu beschleunigen, die ich hier aber nicht großartig anreißen werde, mit einer Ausnahme. Das kommt aber, nachdem wir die Algorithmen für beide gesehen haben. Schauen wir uns zunächst das Document-at-a-Time-Scoring an. Hier zunächst hochsprachlich erklärt der Algorithmus. Als Eingabe erhalten wir eine Liste von Postlisten L1 bis M für die Terme einer Anfrage Q. Und wir erhalten eine Repräsentation der Anfrage, in der die Anfrage schon fertig gewichtet durch die Termgewichtsfunktion für Anfragen gejagt wurde. Im Allgemeinen kann man auch einfach sagen, da steht dann jeweils einfach 1 drin als Termgewicht im simpelsten Fall. Also das heißt, sehen wir auch gleich noch ein Beispiel hier. Als ersten Schritt wird eine Priority Queue initialisiert. Und eine Reihe von Iteratoren für alle Postlisten, die anzufragen sind. Und solange nicht alle Postlisten bis zum Ende durchgegangen wurden durch die Iteratoren, werden die folgenden Schritte wiederholt ausgeführt. Zunächst wird, abhängig davon, wo die Iteratoren der verschiedenen M-Postlisten gerade hinzeigen, die kleinste Dokument-ID identifiziert. Hierfür setzen wir, wie gesagt, voraus, dass die Postlisten nach Dokument-ID sortiert sind. Und auf diese Weise bedeutet, dass wir im Prinzip global bezüglich der Anfrage alle Dokumente in aufsteigender Reihenfolge der Dokument-ID verarbeiten und scoren. Wir sammeln alle Termgewichte aus den M-Postlisten. Es müssen nicht alle Iteratoren zwangsläufig auf einen Eintrag zeigen, der diese Dokument-ID enthält. Das heißt, diese werden einfach übersprungen. Es wird dann ein Relevanzscore ausgerechnet und in das Zwischenergebnis in die Priority Queue eingefügt. Und danach werden sämtliche Iteratoren, die auf dieses Dokument, das gerade gescored wurde, weitergeschoben auf den nächsten Eintrag. Und es wird im Prinzip die Schleife von neuem begonnen, bis dann irgendwann alle Iteratoren am Ende angekommen sind. Und die Priority Queue wird dann als geranktes Ergebnis zurückgegeben. Die Priority Queue hat ja schon quasi schon ein initiales Ranking der Dokumente, die relevant sein könnten für diese Anfrage, beinhaltet es schon. Was hier schon mit drin steckt, ist bezüglich dieser Funktion hier, dass wir nicht mehr die ganze Terminologie scoren, sondern nur noch auf die Terme der Anfrage uns einschränken hier. So, hier ist dann der Algorithmus und nebenstehend ein Beispiel. Wie gesagt, die Priority Queue wird hier initialisiert, hier noch die Iteratoren, einen nach dem anderen. Wir stellen dann eine Laufvariable auf, die wir zunächst auf True setzen und solange diese Variable True ist, wird diese Schleife hier immer wiederholt ausgeführt. Da die Iteratoren initialisiert sind, das sehen wir jetzt dann hier einmal, können wir direkt hier in diesem Schritt prüfen, was ist denn
der minimale Dokument-Identifier, auf den die Iteratoren zeigen. Das ist hier einheitlich die 1. Wir erzeugen dann ein Array für dieses Dokument, das die Dokumentrepräsentation sein soll. Nochmal zur Änderung, Q ist die Query-Repräsentation bezüglich der Termgewichtsfunktion für Queries, D die Dokumentrepräsentation für die Termgewichtsfunktion der Dokumente. Und da wir hier einfach die Einträge schon haben, die haben wir ja vorberechnet, die Termgewichte für den jeweiligen Term und das Dokument, können wir sie einfach in das Array übernehmen. Das heißt, hier wäre es 411 und gegebenenfalls noch andere Werte, wenn wir mehr Anfragen haben. Das ist ja halt generisch gehalten. Genau, dann, das passiert im Prinzip hier in dieser Schleife hier und dann können wir auch schon den Relevanzscore für dieses Dokument ausrechnen und der Priority Queue hinzufügen. Anschließend setzen wir die Laufvariable auf falsch. Es könnte sein, dass irgendein Iterator im nächsten Schritt weiter auf ein nächstes Element gebracht wird, das dann am Ende der Liste ist, beziehungsweise alle Iteratoren am Ende der Liste ankommen. Und das wird jetzt genau hier überprüft. Es werden zunächst alle Iteratoren advanced und sollte irgendein Iterator nicht auf das Ende einer Liste zeigen, das heißt auf einen tatsächlichen Eintrag noch, dann wird die Laufvariable wieder zurück auf wahr gesetzt und die Schleife beginnt von neuem. Das muss nicht bedeuten, dass alle Iteratoren gleichzeitig am Ende der Liste ankommen. Es müssen nur alle insgesamt am Ende ihrer jeweiligen Listen angekommen sein. Und das sehen wir jetzt dann hier. Das Beispiel schreitet hier schon die ersten Schritte wieder ab. Das heißt, wir sehen dann hier schon im Prinzip die Position, in der wir hier wieder angekommen sind. Die Dokument-IDs sind 422, das heißt, es kommen die kleinste Dokument-ID werden dann bezüglich dieser beiden Einträge hier und der Eintrag für den Term TI bleibt 0, weil dieses Dokument enthält ja den Term überhaupt, das Dokument 2 enthält ja den Term TI überhaupt nicht. Die beiden Dokumente werden wieder gescored, das Ergebnis hinzugefügt und wir betreten die nächste Schleife. Es werden nur diese beiden Iteratoren hier fortgeführt. Wir haben jetzt die Situation, dass hier dies die kleinste Dokument-ID ist. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Dokumentrepräsentationsvektor von 900. Es wird wieder gescored und es geht weiter. Und das setzt sich dann sofort. Sie können das hier nachvollziehen. Und zu guter Letzt landen wir dann nochmal in einer Situation, wo wir einen voll ausgefüllten Vektor haben bezüglich der Dokument-ID 8 und es geht immer so weiter, bis dann irgendwann alle durch sind. Gut, gibt es hierzu Fragen zu dem Ablauf des Algorithmus? Ist nicht ganz trivial, der Algorithmus, aber im Endeffekt doch relativ eingängig, hoffe ich, was da passiert. Ansonsten, Sie können mich auch unterbrechen. Genau, im Prinzip ist alles das, was ich jetzt hier erklärt habe, hier auch nochmal aufgeschrieben, wenn Sie es nochmal zu Hause nachvollziehen wollen. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu Term-at-Time-Scoring an. Eingabe wieder M-Postlisten, die allerdings nicht alle sofort initialisiert werden bezüglich der Iteratoren. Das heißt, es werden nicht alle gleichzeitig aufgemacht und die Repräsentation der Anfrage genau wie vorher auch. Ausgabe ist wieder eine Liste von Dokumenten, sortiert nach absteigender Relevanz. Hier habe ich kein Beispiel für die Ausführung des Algorithmus, weil es auch im Vergleich ein einfacherer Algorithmus ist. Wir initialisieren zunächst eine Map als Ergebnis, die dann später bei der Ausgabe in eine Priority Queue, das heißt bezüglich der Sortierung, gemäß der geforderten Sortierung in eine Priority Queue übergeben wird. Und dann wird im Prinzip jede Postliste iterativ nacheinander abgearbeitet bezüglich ihrer Länge. Wir holen uns den Head der Liste und stellen dann für jedes Dokument sozusagen eine partielle Repräsentation hier auf. Wir holen uns den Key des Dokuments, das Gewicht des Dokuments und updaten die Termgewicht,
die Relevanzfunktion für dieses Dokument und dieses jeweilige Termgewicht von der Query, also das heißt dem Query-Term, den wir gerade betrachten, und dem Dokumentgewicht, dem Term-Dokumentgewicht, das wir aus dem jeweiligen Eintrag der Postliste herausgeholt haben. Das sehen Sie, wenn Sie nochmal auf die Formeln von vorher gehen, dass man auch diese Scores Schritt für Schritt akkumulieren kann. Das heißt, wir haben im Prinzip nach jedem Durchlauf durch eine dieser Vorschleifen hier, sehen wir schon im Prinzip ein Zwischenranking und könnten zu dem Zeitpunkt auch schon aufhören, wenn sich zum Beispiel auf den obersten Rängen nichts mehr ändert. Und ja, der Algorithmus, so wie er jetzt designt ist, macht das nicht. Der läuft einfach alle Postlisten aller Terme durch und gibt dann die vollständigen Relevanzscores wieder aus. So, genau. Jetzt ist es so, dass eine sehr große Suchmaschine, eine Websuchmaschine, Milliarden von Dokumenten beinhaltet. Und wir auch mit diesen beiden Algorithmen, obwohl sie relativ effizient sind, doch in praktische Probleme laufen würden, wenn wir jedes Mal alle indizierten Dokumente scoren würden. Das heißt, es muss ein bisschen mehr Aufwand getrieben werden, um sicherzustellen, dass einerseits erstmal nur die wichtigen Dokumente gescored werden, das heißt die, die am wahrscheinlichsten relevant sind, und andererseits letztendlich auch das Verhalten der NutzerInnen, also das heißt, dass das NutzerInnen-Modell berücksichtigt wird bei der Anfragebearbeitung. Es lohnt sich nicht, auch das tausendste Dokument noch sehr akkurat auf den richtigen Rang gemäß der Relevanzscores zu packen, wenn es auf dem tausendsten Rang landen würde. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die meisten Nutzer in einer solchen Suchmaschine dieses Dokument nie zu Gesicht bekommen. Deswegen gibt es hier Optimierungsverfahren, die ein sogenanntes Top-K-Retrieval ermöglichen sollen. Top-K-Retrieval bedeutet, dass Sie nur die Top-K-Ränge wirklich akkurat einschätzen wollen, der Dokumente, und alle anderen Ränge, nun ja, nicht so wichtig, werden wahrscheinlich eh nie gesehen. Wenn Sie bei Google mal durch die verschiedenen Seiten durchgehen, dann sehen Sie, dass Sie nie mehr als, sagen wir mal, rund 1000 Dokumente sehen können im Suchergebnis insgesamt, wenn Sie mal bis ganz nach hinten springen und tatsächlich so viele Dokumente da sind für Ihre Anfrage. Google lässt es nicht zu, dass Sie einerseits den gesamten Index durchgehen auf diese Weise, andererseits ranken Sie vermutlich auch nur einen, sagen wir mal, die Top 10.000 Dokumente oder die Top 100.000 Dokumente oder die Top 1 Million Dokumente, aber nicht viel mehr, um Ihre Anfrage zu beantworten. Hier können wir verschiedene Optimierungsansätze fahren bezüglich der zuvor gesehenen Algorithmen. Wir können einerseits, wenn wir Term-at-a-Time-Scoring anwenden, dann können Postlisten im Prinzip sortiert werden nach Termgewicht, dann können wir Term-Rate-Thresholds ansetzen. Das bedeutet, wir wählen irgendeinen Schwellwert, ab dem wir sagen, ab hier sind die Termgewichte so niedrig für ein Dokument, dass wir gar nicht weiter schauen müssen. Diese Dokumente können in der Gesamtsumme des Relevanzscores keine hinreichend große Masse mehr akkumulieren, um überhaupt auf irgendeinen höheren Rang zu kommen. Das ist eine Heuristik. Es kann sein, dass diese Dokumente bezüglich anderer Terme ein sehr hohes Gewicht haben und deshalb doch noch nach oben rutschen könnten. Aber selbst dann spielt gegebenenfalls eine Postliste, bei der ein Dokument bezüglich eines Terms ein geringes Gewicht hat, keine so große Rolle mehr. Das heißt, hier würde es beim Term-at-a-Time-Scoring eine Ordnung gemäß Termgewicht wäre eine Ordnung gemäß des Termgewichts zu bevorzugen, und man könnte auf diese Weise doch eine ganze Menge Processing sparen. Gleichzeitig kann man einen Relevanz-Score-Threshold ansetzen. Das wäre dann mehr beim Document-at-a-Time-Scoring der Fall. Sobald mehr als K Dokumente gefunden wurden, die einen hinreichend großen
Relevanzscore insgesamt aufweisen. Das heißt, die Priority Queue hat schon K-Einträge oder mehr als K-Einträge. Könnte man schauen, welche Terme kooperieren denn in all diesen Dokumenten? Ich komme gleich zu Ihnen. Welche Terme kooperieren denn in all diesen Dokumenten, um auf diese Weise dann von vornherein Dokumente auszuschließen, die diese Terme nicht enthalten. Das heißt, man kann diese Einträge oder diese Postlisten dann komplett überspringen, diese Einträge dann. Ja, jetzt Sie. In den alten Folien steht das als Document Score Threshold. Ja, genau. Ich hab eben nochmal die Terminologie, heute früh nochmal die Terminologie geupdatet. Da erhalten Sie das Update noch. Ich hatte die Folien eigentlich schon hochgeladen vor der Vorlesung, aber das Deployment auf die Webseite, das dauert leider ein kleines bisschen über GitHub, weil es so viele verschiedene Folien sind und deswegen müssen Sie bis heute Nachmittag gedulden. Ich habe aber keine riesigen Änderungen an den Vorlesungen, an den Folien vorgenommen bis jetzt. Es haben sich ja an der Reihenfolge ein bisschen geändert und ein paar kleine Begrifflichkeiten. Im Prinzip waren es immer Synonyme, ja, das stimmt, aber wir haben dann irgendwann uns entschieden, das ganze Relevance Score zu nennen, einfach auch, um klarer zu machen, was hier eigentlich berechnet wird, die Relevanz eines Dokuments, anstatt irgendeinen Wert für ein Dokument. Gut, ja, genau, also nicht, dass Sie sich da wundern, Entschuldigung dafür, aber im Interesse meiner Zeit muss ich halt manchmal kleine Änderungen erst kurz vor der Vorlesung machen. Genau, man kann frühzeitig aufhören, Postlisten zu verarbeiten. Das wäre dann zum Beispiel beim Term-at-a-Time-Scoring der Fall. Sobald ich die ersten Terme der Anfrage in absteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit sortiert, bezüglich der Termgewichte der Wörter abgehandelt habe, kann ich die unwichtigeren Wörter der Anfrage auch einfach weglassen. Das würde dann meistens wahrscheinlich Wörter in einer Anfrage betreffen, die nur sogenannte Stoppwörter sind oder Funktionswörter der Sprache, die wahrscheinlich in keiner Weise einen großen Einfluss auf die Inhalte des Dokuments haben. Das kann natürlich bei Phrasenanfragen, also bei Anfragen, die zwar im Prinzip eine Noun-Phrase sind und auch ein solches Funktionswort enthalten, durchaus eine Rolle spielen. Allerdings müssen dafür Suchmaschinen noch extra Aufwand treiben, um solche Anfragen wirklich vernünftig bearbeiten zu können. Und da kommen dann auch wieder Indexe ins Spiel, die N-Gramme indizieren. Das nächste wären dann Tiered Indexes, das haben wir an anderer Stelle schon gesehen, nämlich die Verteilung verschiedener Teile der zu indizierenden Dokumente auf verschiedene Indexe. Wenn wir eine Einschätzung der Qualität der Dokumente haben oder irgendeine Heuristik dafür, wie zum Beispiel Termgewichte, dann können wir diejenigen Dokumente, die hohe Termgewichte oder eine hohe Qualität haben, in einen eigenen Index schreiben und sie auf diese Weise bevorzugt behandeln. Dieser Index ist kleiner, den können wir vollständig durchgehen, während wenn wir in diesem Index dann nichts finden, wir immer noch den großen Index aller übrigen Dokumente im Hintergrund haben und dort drin nach eventuell relevanten Dokumenten suchen können. So, und dann haben wir, auch diese Folie haben wir schon bei der Architekturvorlesung gesehen. Je größer der Index, umso länger brauche ich auch, um Anfragen zu beantworten. Deswegen können wir die verschiedenen schon genannten Verfahren anwenden, die Verteilung von Termen auf verschiedene lokale Festplatten, um die parallele Verarbeitung zu beschleunigen, damit keine größeren Disk-Seeks stattfinden müssen bezüglich der verschiedenen Bereiche, auf denen Terme gespeichert sind oder nicht so viele. Wir können die Dokumente, wie gesagt, generell einfach in kleine Stücke zerhacken und über verschiedene Rechner verteilen, die Indexe dadurch. Auf diese Weise haben wir zwar viele kleine Indexe und gegebenenfalls auch massiv parallel viel schneller Einzelergebnisse von den verschiedenen Indexen, allerdings muss es dann noch der Overhead obendrauf gerechnet werden, die ganzen Zwischenergebnisse zu sammeln und zu fusionieren, um dann ein gemeinsames Ranking daraus zu erzeugen. Und die verschiedenen Index-Tiers könnte man auch auf andere Weise interpretieren bezüglich der vorhandenen Hardware. Zum Beispiel kann es sein, dass Suchmaschinen wie Google sehr wichtige Dokumente bezüglich
den Index sehr wichtiger Dokumente immer im RAM halten, um möglichst schnell zugreifen können darauf. Und da spielen natürlich auch solche Dinge wie paralleler Zugriff auf verschiedene Postlisten dann keine große Rolle mehr. Wenn man sehr viele verschiedene Rechner mit jeweils relativ großem RAM hat, dann kann man das auch dort verteilt machen, bezüglich, wenn man die Indexe dann wieder entsprechend verteilt, das heißt schadet. Ein zweiter Tier könnte Flash-Memory sein, SSDs, wenn man davon eine Reihe hat, und ein dritter Tier wären dann sich zum Beispiel sich drehende Festplatten für die Longtail aller übrigen Dokumente, die man indiziert. Wenn man die Query-Logs von Suchmaschinen analysiert, stellt man fest, dass der Sprache von Anfragen eine ZIP-Verteilung zugrunde liegt, wie auch der herkömmlichen Sprache, und dass ungefähr die Hälfte aller Anfragen an jedem beliebigen Tag zum ersten Mal an diesem Tag gestellt werden. Die andere Hälfte allerdings wurden schon deutlich öfter gestellt oder gegebenenfalls an einem Vortag schon mal. Und 15% aller Anfragen jedes beliebigen Tags hat man vorher noch nie gesehen. Es passiert immer irgendwas Neues in der Welt, irgendwo, und das erzeugt immer wieder neue Informationsbedürfnisse, die so noch nicht gesehen wurden. Wenn man das jetzt umgekehrt denkt, es gibt zwar eine ganze Menge neuer Anfragen jeden Tag, allerdings auch sehr viele, die wiederkehrend sind. Und deswegen können wir hier natürlich Caching-Strategien ausnutzen, um die Suchergebnispräsentation noch einmal wahrscheinlich sehr stark zu beschleunigen. Gerade bei Anfragen, bei denen sich das Suchergebnis nur sehr selten ändert, weil nur sehr selten neue relevante Dokumente in die obersten Ränge gespült werden von Leuten, die neue Dokumente im Web veröffentlichen. Und auf diese Weise können wir dann einfach das ganze vorberechnete Ergebnis schon cachen und sofort ausliefern in dem Moment, wo die Anfrage gestellt wird. Bei sehr vielen Ihrer Anfragen wird das der Fall sein, dass Sie einfach schon ein für jemand anderen vorbereitetes Suchergebnis schon direkt bekommen, anstatt dass für Sie persönlich ein vollkommen neues erzeugt wird. Man kann auch Zwischenergebnisse von den zuvor gezeigten Algorithmen, also insbesondere die Intersections von Postlists, zwischenspeichern und cachen. Das heißt, wenn zwei Wörter sehr häufig zusammen in Anfragen vorkommen, könnte man sich vorstellen, dass ein zusätzlicher Index erzeugt wird, in der die geschnittene Postliste dieser beiden Wörter entsprechend auch vorgehalten wird. Und unabhängig davon kann man natürlich auch sehr häufig angefragte Postlisten sowieso spezifisch im Speicher cachen. Das heißt, man hat auf sehr vielen verschiedenen Ebenen hier dieser Suchmaschinenarchitektur die Möglichkeit, Caching-Strategien einzuführen. Man muss natürlich spezifisch bezüglich dieser verschiedenen Caching-Strategien sich überlegen, was sind Caching-Updates, wann und zu welchem Zeitpunkt muss ich das tun, insbesondere in Bezug darauf, dass die Frische der Resultate nicht beeinflusst wird. Die NutzerInnen wollen natürlich möglichst schnell zum Beispiel die neuesten Nachrichten sehen und auch in Suchergebnissen vorfinden, anstatt erst zwei Tage später, nachdem die Nachricht schon gelaufen ist. Zusätzlich wird man bei der Implementierung einer Suchmaschine, wenn es wirklich darum geht zu skalieren, natürlich massiv die Eigenschaften der zugrunde liegenden Hardware, die einem zur Verfügung steht, ausnutzen. Und entsprechend auch der Betriebssysteme, die jeweils noch eigene Caching-Mechanismen implementieren oder vorhalten. Und das kann sich von Hardware zu Hardware sehr stark unterscheiden. Das heißt, hier ist beim Bau einer Suchmaschine, die massiv skalieren soll, durchaus Obacht geboten, dass man da nicht gegen die vorhandene Hardware arbeitet. Kommen wir dann zum nächsten Abschnitt und letzten Abschnitt, den ich hier bezüglich Indexing Ihnen vorstellen möchte, beziehungsweise der Konstruktion, der Verarbeitung von Indexen. Es gibt noch einen weiteren Abschnitt am Ende. Das wäre die Indexkonstruktion. Hier sehen wir dann jetzt Algorithmen, wie man einen Index bauen kann. Bis jetzt haben wir einen fertigen Index angenommen und beantworten einfach Anfragen. Jetzt wird ein Index gebaut aus einer gegebenen Dokumentmenge. Ich steige direkt in den Algorithmus ein, der einen Index innerhalb des Speichers, innerhalb des Hauptspeichers eines Rechners erzeugt.
Wir haben eine Menge von Dokumenten D, D1 bis DN, N-Dokumente. Wir haben hier, jedes Dokument ist im Prinzip eine Liste von Termen, die wir vorher durch die Vorverarbeitung, durch das Indexing gewonnen haben. Also das heißt, es ist schon ein normalisierter String, könnte man sagen. Es sind gegebenenfalls Terme weggelassen worden oder ähnliches. Aber die Reihenfolge der Terme, wie sie original im Dokument stand, ist hier noch erhalten geblieben. Ausgabe ist ein fertiger Index mit hier am Beispiel einfach mal den Einträgen in der Postliste Dokument Identifier und Termhäufigkeit des Terms im Dokument. Wir initialisieren zunächst den Index als eine Map. Erinnern Sie sich, ein Index ist nichts anderes als eine Multimap im Speicher. Und dann gehen wir jedes Dokument nacheinander durch, holen das Dokument aus der Kollektion hervor und bauen uns ein Set für die Terminologie und eine Map für die Termhäufigkeit aller Terme, die wir dann gleich im Dokument sehen. In der nächsten Schleife holen wir dann die Termhäufigkeiten oder updaten die Termhäufigkeiten dieser Map bezüglich des Dokuments. Das heißt, wir gehen jeden einzelnen Term nacheinander durch und updaten einfach die Termhäufigkeitsmap hier, beziehungsweise fügen der Terminologie einen neuen Term hinzu. Und im nächsten Schritt wird dann der Index konstruiert. Falls es im Index, das heißt hier in dieser Map hier, noch keinen Eintrag für den neuen Term gibt. Wir gehen jetzt hier jeden einzelnen Term der Terminologie durch. Falls es noch keinen Eintrag gibt, wird eine neue Liste erzeugt in dem Index. Und im nächsten Schritt wird diese Liste dann aus dem Index geholt. Kann jetzt eine leere Liste sein, kann aber auch schon was drinstehen und einfach ans Ende dieser Liste ein neuer Eintrag eingefügt, der entsprechend dann diesem hier entspricht. Dieses Posting wird erzeugt und am Ende eingefügt. Und das wird dann halt für alle Terme, die wir vorher gesehen haben, gemacht. Die Tatsache, dass wir hier ein Set aufstellen, soll einfach klar machen, beziehungsweise ist einfach notwendig, damit wir nicht, wenn ein Term mehrfach im Dokument vorkommt, jeweils mehrere Einträge hier erzeugen. Es soll nur ein Eintrag bezüglich der Termhäufigkeit des Terms im Dokument jeweils im Index drinstehen. Das Ganze machen wir dann, wie gesagt, für alle Dokumente und am Ende kommt der fertige Index heraus. Wenn es nun so ist, dass die Dokumentkollektion, die wir haben, nicht in den Hauptspeicher reinpasst, beziehungsweise der Index für diese Dokumentkollektion nicht hineinpasst, dann kommen wir nicht umhin zu externalisieren. Das heißt, wir müssen auf einen Sekundärspeicher ausweichen und die Multimap dann nach und nach aufbauen in diesem Sekundärspeicher. Wir verwenden die In-Memory-Index-Prozedur, wie wir sie gerade gesehen haben, und verarbeiten die Dokumente, die wir indizieren sollen, so lange, bis der Hauptspeicher quasi voll ist. Also nicht so voll, dass der Rechner nicht mehr weiterrechnen kann, aber bis zu einem gewissen Setpoint, bei dem wir sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt ein, dieser Teil des Indexes fertig, der wird dann auf den Sekundärspeicher geschrieben. Wobei wir darauf achten, für das spätere Merging, dass die Postlisten dieses Indexes in alphabetischer Reihenfolge dort stehen müssen. Wir brauchen irgendeine kanonische Reihenfolge, alphabetisch bietet sich an, alphabetisch bezüglich der Terme, die als Keys herhalten. Und diese beiden Schritte werden dann so lange wiederholt, bis die ganze Dokumentkollektion verarbeitet ist und wir dann quasi k verschiedene solcher Indexe vorliegen haben. Das heißt, für jeden Term gibt es gegebenenfalls in den verschiedenen K-Indexen eine eigene Postliste. Und dann wird ein finaler Index ebenfalls im Sekundärspeicher erzeugt, indem wir dann ein K-Way-Merge implementieren. Das ist im Prinzip ein sogenannter, im Prinzip ist hier ein External Merge Sort implementiert. Das zeige ich jetzt hier nur am Beispiel, nicht als Algorithmus. Der Algorithmus ist relativ straightforward und kann im Prinzip abgeleitet werden von den Algorithmen, die wir vorher gesehen haben. Wir haben jetzt hier zwei Indexe auf der Platte liegen mit jeweils zwei Postlisten. Wir gehen dann im Prinzip jeweils die ersten beiden Postlisten durch, dann die zweiten beiden Postlisten und erzeugen einen neuen Index. Wir iterieren jetzt quasi an beiden Stellen
über die Postliste von TI und schauen einfach, dass wir die Einträge in Reihenfolge übernehmen, beziehungsweise einfach in Reihenfolge übernehmen. Es muss hier nichts gemerged werden, das heißt, es wird hier keine duplizierten Einträge geben, weil wir im Prinzip jedes Dokument, das hier indiziert wurde, kann hier nicht noch einmal vorkommen. Wir haben es ja schon indiziert, warum soll es nochmal vorkommen? Das heißt, wir versuchen jetzt einfach nur, die Postlisten in einer kanonischen Reihenfolge zu bringen. Natürlich kann eine andere Reihenfolge gewünscht sein, die muss dann entsprechend erzeugt werden. Die Reihenfolge, die wir jetzt hier vorsehen, ist einfach nach Dokument-ID und das geht dann einfach immer so weiter, wie wir hier sehen, in der Reihenfolge, in der die Zahlen aufsteigen. Das Ganze dann für die zweite Postliste nochmal und der Index hier unten wird von vornherein auf einen Sekundärspeicher gestreamt. Damit das Ganze schnell läuft, insbesondere auf sich drehenden Harddisks, bei SSDs oder Flash Memory spielt das eine untergeordnete Rolle, aber damit das Ganze auf sich drehenden Harddisks schnell läuft, müsste man dafür sorgen, dass im Idealfall dieser Index und dieser Index auf verschiedenen Festplatten am Ende liegen. Oder zumindest die jeweiligen Postlisten auf verschiedenen Festplatten liegen. Weil man dann gleichzeitig von verschiedenen Festplatten streamen kann und zu einer dritten Festplatte herausstreamen kann. Und das dürfte dann mehr oder weniger optimal schnell gehen, solange der Busspeed zwischen den Festplatten ausreicht. Gut. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass nicht mal die Dokumentkollektion auf einen einzelnen Rechner passt und demzufolge auch der Index am Ende nicht auf denselben Rechner passt oder auf einen anderen Rechner, der daneben steht und über Netzwerk verbunden ist, sondern dass die Indexkollektion, dass die zu indizierende Kollektion so groß ist, dass man mehrere Rechner benötigt. Und dann kommt man im Prinzip nicht mehr drum herum, irgendeine Art von Cluster-Verarbeitungsframework zu verwenden und letztendlich war Google es, die hier mit ihrem doch sehr am Anfang sehr rudimentären Layout das sogenannte NoSQL-Movement losgetreten haben, das dann mitunter auch den Big Data-Hype, der vor ein paar Jahren durch die Lande zog, ausgelöst hat und jetzt im Prinzip in den AI-Hype übergegangen ist. Also Googles MapReduce-Framework war hier, das auch released wurde, also nicht nur das wurde nur als Paper released, hier von Jeff Dean, allerdings nicht als Code. Das wurde dann nachimplementiert und es war Googles Weg, möglichst schnell auf möglichst billiger Hardware mit möglichst vielen Rechnern sehr große Indexe zu erzeugen, um ihre Suchmaschine einmal im Monat zu updaten. Aus einer Entwicklerperspektive wäre es so, dass wenn Sie ein MapReduce-Framework vorfinden, Sie eigentlich nur zwei Funktionen implementieren, sich überlegen und implementieren müssen. Das ist die Mapping-Funktion und die sogenannte Reduce-Funktion. Bei der Mapping-Funktion erhalten Sie in unserem Fall zum Beispiel ein Schlüsselwertpaar, könnte in unserem Fall einfach ein Dokument sein, beziehungsweise ein Dokument und sein String, ein Dokument-ID und sein String, und verarbeiten den irgendwie in dieser Funktion, erzeugen so viele Schlüsselwertpaare daraus, wie Sie wünschen. Zum Beispiel könnten Sie erzeugen die Vorkommen von Wörtern im Dokument als Schlüsselwertpaare. In der Reduce-Funktion erhalten Sie dann eine sortierte Liste aller Schlüsselwertpaare mit demselben Schlüssel, die von den verschiedenen Mappern, die auf verschiedenen Rechnern gelaufen sind, erzeugt wurden und können dann mit dieser Information etwas anfangen, zum Beispiel eine Postliste rausschreiben oder irgendwelche Aggregierungsfunktionen darüber laufen lassen. Hier ein ganz einfaches Beispiel, um nicht Termhäufigkeit, sondern Dokumenthäufigkeit auszurechnen. Das ist deshalb Dokumenthäufigkeit, damit es hier in zwei Zeilen passt. Bei Termhäufigkeit müsste man noch ein bisschen mehr machen. Wir erzeugen zunächst einen sogenannten Indexing-Mapper hier, der bekommt als Eingabe Dokument-ID und das Dokument als String und erzeugt als Ausgabe das Schlüsselwertpaar ein Term im Dokument und die Dokument-ID. Und das für jeden Term, der im Dokument vorkommt.
Das heißt, wenn im Dokument 100 Terme vorkommen, werden 100 Schlüsselwertpaare ausgegeben. 100 verschiedene Terme müssen im Dokument vorkommen, ansonsten halt entsprechend weniger. Der Reducer erhält jetzt für jeden Term T, der irgendwo in irgendeinem Dokument mal vorgekommen ist, eine Liste mit diesem Wert T als Schlüssel und einer Liste aller Dokument-IDs, die von irgendeinem Mapper ausgegeben wurden. Und alles, was jetzt passiert ist, dass der Reducer für diesen Term eine Zahl ausspuckt, als Schlüsselwertpaar, nochmal den Term T und die Länge dieser Liste. Und das ist dann genau die Dokumenthäufigkeit. Und auf diese Weise können Sie für eine sehr große Dokumentkollektion die Dokumenthäufigkeit aller Terme, die sich darin befinden, massiv parallel ausrechnen. Gibt es Fragen? Sie sehen auch gleich nochmal ein etwas konkreteres Beispiel, aber nur um das Grundkonzept klar zu machen. Gut. So sah es aus bei Google ganz am Anfang. Das ist einfach nur nochmal als Hintergrund. Die haben angefangen mit sowas hier. Das lief dann irgendwo bei Stanford, irgendwo in der Ecke. Die haben einfach alte Rechner zusammengestellt und die vernetzt. Darauf dann ihr MapReduce-Framework oder irgendein Vorläufer davon implementiert. Und das war dann das, worüber alle Aha geschrieben haben im Web, im sehr frühen Web. Ich auch. Ich muss sagen, ich war sehr begeistert von Google zu dem Zeitpunkt. Das hat sich jetzt etwas relativiert, aber zu dem Zeitpunkt war es im Vergleich zu anderen Suchmaschinen durchaus ein Aha-Erlebnis. Später haben sie dann angefangen, sich etwas, sage ich mal, der normalen Art und Weise, wie man ein Datacenter baut, wie man damals auch schon ein Datacenter gebaut hat, anzunähern, Rackschränke voll zu machen. Allerdings haben sie immer noch einfach Commodity-Hardware, das heißt diese Desktops hier, die zu dem Zeitpunkt die günstigst mögliche Hardware waren, einfach gekauft, auseinandergerissen und hier dann irgendwie zusammengestöpselt, sodass es lief. Das war dann nicht so, dass im Endeffekt das hier besonders stabile Hardware war, ständige Ausfälle, kann immer mal sein, dass was schief geht. Aber wir sehen gleich noch beim MapReduce Framework, dass das mit so etwas leben kann, wenn man plötzlich einen Rechner oder ein ganzer Schrank verschwindet. Im Hintergrund des MapReduce Frameworks läuft die sogenannte Mapping-Phase, die Shuffle-Phase, die wir jetzt nicht gesehen haben, die auch von Entwicklern im Allgemeinen nicht angefasst wird, und die Reduce-Phase. Die Mapping-Phase verteilt den Job, den Sie als Map-Funktion implementiert haben, über möglichst viele Rechner, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und auf diesen Rechnern läuft im Prinzip dieselbe Software, nämlich die Cluster-Software, die MapReduce-Software, die dann einen Zugriff hat auf verschiedene Ausschnitte der Dokumentmenge D. In irgendeiner Weise. Sei es über Netzwerk rangeholt, ist manchmal sogar schneller als von lokalen Festplatten, oder Sie haben vorher schon irgendwie die Dokumente über die Rechner verteilt. Und alle Dokumente, die halt entsprechend zugewiesen wurden, werden dann auf jedem Rechner einzeln verteilt, entsprechend verarbeitet, so wie wir es gerade bei dem ganz einfachen Beispiel gesehen haben. In der Shuffle-Phase werden dann alle emittierten, man spricht von Emittierung, alle herausgeschriebenen Schlüsselwertpaare von den Map-Funktionen aufgelesen von den verschiedenen Rechnern und nicht geschaffelt in dem Sinne, dass sie randomisiert werden, sondern sie werden erstmal sortiert bezüglich der Keys und dann werden die Keys, das heißt diese Key-Listenpaare, die dann dabei entstehen, verteilt zufällig über die verschiedenen Rechner. Das ist dann der Shuffling-Teil, sodass man möglichst die Last gleichmäßig auf alle Rechner verteilt. Auf jedem Rechner können beliebig viele Mapper laufen, aber es läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal auf jedem Rechner nur ein Reducer. Das heißt, jeder Rechner, den Sie haben, erhält einen solchen Key-Wertpaar bezüglich, in unserem Fall, das Wort als Key und die Liste aller Dokument-IDs, in denen das Wort vorkommt, als Value und kann dann die Aggregierungsfunktion ausführen. Das Ganze wird dann wieder ausgegeben und kann wieder von allen Rechnern gesammelt werden, um daraus dann zum Beispiel die Dokumenthäufigkeiten auszurechnen. Und ein ganz großes Feature, das dieses System dann robust macht, denn
Bei verteilten Systemen ist es immer so, dass sie ausfallen. Also es bleibt einfach nicht aus, dass irgendein Rechner im verteilten System gerade kaputt ist, insbesondere wenn sie sehr viele Rechner haben. Dieser Tage hat Google oder haben andere Datacenter Millionen von Rechnern, es geht immer irgendwas schief. Und das bedeutet, wenn Sie irgendeinen Job auf diesem Cluster laufen lassen wollen, wird dieser Job üblicherweise, wenn Sie ihn dann in kleine Teile zerlegt haben, es werden kleine Teile davon einfach doppelt und dreifach gestartet. Und gegebenenfalls läuft aus welchem Grund auch immer, weil irgendein Rechner noch irgendwas anderes zu tun hat oder weil die Festplatte gerade halb kaputt ist und langsam ist, die Daten nur liefert, läuft einer der beiden parallel gestarteten Jobs schneller als ein anderer. Und wenn das Ergebnis schon da ist, dann muss man auf den anderen nicht mehr warten, kann man einfach abbrechen und weitermachen. Man nennt das spekulative Ausführung. Das heißt, man versucht einfach noch die Last über den Cluster noch besser an die tatsächlichen Gegebenheiten, was gerade auf dem Cluster los ist und wo Hardwarefehler sind und wo keine Hardwarefehler sind, die nicht katastrophal sind, auszugleichen, indem man langsame Rechner zwar mit einbinden kann, also das heißt zum Beispiel auch Rechner, die gegebenenfalls eine langsamere CPU haben oder langsamere GPU, aber die Rechner haben dann halt gegebenenfalls weniger zu tun, weil auf anderen Rechnern viel mehr Jobs parallel gleichzeitig verarbeitet werden können. Genau, und auf diese Weise kann man halt auch damit leben, dass zwischendrin einfach mal ein Rechner ausfällt, es wird einfach der Map-Job oder der Reduce-Job auf einem anderen Rechner einfach nochmal neu gestartet. Was das Ganze erfordert, ist natürlich ein bisschen Redundanz, mindestens dreifach. Jedes Datum muss mindestens dreimal vorhanden sein, damit der Ausfall eines Rechners mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kompensiert werden kann. Ansonsten hat man irgendwann katastrophalen Datenverlust. Was wir hier sehen, ist ein Beispiel von einer Suchmaschine, die wir selbst gebaut haben. Das ist die NetSpeak-Suchmaschine, die zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal kurz zur Änderung. Die haben Sie am Anfang der Vorlesung einmal gesehen. Hier ist eine Wortsuchmaschine, das heißt, wir suchen hier nicht Dokumente, beziehungsweise unsere Dokumente sind kurze Phrasen, die wir mit einer Wildcard-Syntax hier beantworten können. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel auch ganz wie eben gesehen Positionsindizierung gemacht, allerdings nur für sehr, sehr kurze Dokumente, für sehr, sehr kurze Dokumenteinheiten. Die Grundlage dessen, was hier zu indizieren waren halt diese Phrasen. Und zu jeder Phrase wissen wir, wie häufig kommt sie im Web vor oder kam sie in einem sehr großen Webausschnitt vor. Und was diese Suchmaschine leistet, insbesondere ist, dass man herausfinden kann für bestimmte Phrasen, wie geläufig ist sie denn tatsächlich im Web. Also wie geläufig ist welche Art von Wortwahl, Formulierung. Wir haben das damals verwendet und auch heute wird das immer noch ganz rege verwendet, um herauszufinden, um das eigene Sprachgefühl zu trainieren, um damit das Schreiben in fremden Sprachen zu unterstützen. Wir haben hier eine große Nutzerschar, insbesondere von LehrerInnen, die Fremdsprachen unterrichten. So, und wenn wir uns dann jetzt hier anschauen, wie der Indexing-Prozess dieser Suchmaschine aussieht, Sie sehen jetzt hier unten am Beispiel, also die Datengrundlage war dieser sogenannte Google Ngram-Korpus. Google hat irgendwann mal einen großen Webausschnitt verarbeitet, diese N-Gramme hier von 1 bis 5 für N erzeugt und zusammen und gezählt, wie häufig sie in diesem Webausschnitt vorkamen, das Ganze als große Datenbank rausgegeben. Zum Zeitpunkt, als die Daten verfügbar waren, waren sie definitiv nicht sehr leicht auf einem Rechner zu verarbeiten. Deswegen haben wir auch hier einen Cluster verwendet. Das MapReduce-Framework war allerdings schon bekannt. Und so ungefähr sahen die Daten dann aus. Hier Hello World und das der Count der Daten und eine globale ID dieser Phrase. Zum Beispiel hier für ein 2 Gramm oder hier für ein anderes 2 Gramm. Und diese Daten werden dann vom MapReduce Framework gesplittet erstmal über verschiedene Rechner und dann in der Map-Phase den jeweiligen Mappern auf diesen Rechnern zugeführt. Das ist das, was wir jetzt hier implementiert haben, diese Map-Funktion, die im Prinzip diese Art von Eintrag hier in diese Art von Eintrag überführt. Das sind dann die sogenannten Intermediate Records. Wir geben als Key ein Dreitupel aus, das Wort, ein Wort, das in der Phrase steht. Augenblick, jetzt muss ich mir kurz, genau, die Länge der Phrase und die Position des Wortes in der Phrase. Hello World und Hello Kitty entsprechend hier aufgeteilt und als Value steht dann die Häufigkeit und die ID der Phrase insgesamt.
Und das Ganze wird dann jetzt hier bezüglich erstmal auf den lokalen Rechnern sortiert, wo die jeweiligen Mapper gelaufen sind und dann gemäß einer Hashing-Funktion, die eindeutig verschiedene Keys, also die Hash-Werte verschiedener Keys, auf verschiedene Rechner im Cluster zuweist, entsprechend weitergeleitet. Und das ist dann die Shuffle-Phase. Also wir müssen jetzt nicht hier tatsächlich irgendeine Art von Sortierverfahren direkt ausführen, das kompliziert über Cluster verteilt werden soll, sondern das Sortieren wird einfach nur durch eine Hashing-Funktion erledigt, die so konstruiert ist, dass Daten möglichst gleichmäßig über alle Rechner zufällig verteilt werden. Genau, und wenn die dann auf den Rechnern angekommen sind, werden die aggregiert und entsprechend als Eingabe für den Reduce-Schritt vorverarbeitet. Hier sehen wir dann nochmal den Key wiederholt, hello 2.0, und dann das hier tritt im Prinzip zweimal auf, in zwei verschiedenen von diesen N-Grammen hier, und das erhalten wir dann als Liste von Werten. Und im Reducer können wir dann entsprechend den Index erzeugen, beziehungsweise die Postlisten erzeugen, beziehungsweise wir haben noch ein paar andere Kleinigkeiten gemacht, wie eine Skip-Liste darauf ausgerechnet und ähnliches. Also das heißt, hier entstehen dann nicht, gegebenenfalls nicht nur eine, sondern mehrere Datenbanken am Ende, die am Ende aus dem Cluster herausgezogen wurden und dann in ein Binärformat, in einen selbst implementierten Index auf die Festplatte abgespeichert wurden. Und das ist der Grund, warum NetSpeak auch wie auf damaliger Hardware, heute ist das keine so große Kunst mehr im Vergleich, man würde vielleicht weniger Aufwand treiben, aber auch auf damaliger Hardware konnte NetSpeak Ergebnisse auf Knopfdruck liefern. Ja, Frage. Ich weiß nicht, da haben Sie bestimmt schon mal so gesagt, aber nur so für mich zum Verständnis. Ja. Dieses Indexing, das wird vorher gemacht, oder wird das vor was? Meine Anfrage. Wenn ich jetzt bei Google was anfrage, dann fängt ja Google nicht dann im Moment an. Nein, yes, genau. Also das wird irgendwie alles offline. Ja. Und ich greife dann nur drauf zu. Korrekt. Ich zeige es dir nochmal. Also die Frage war, das war erst die Frage. Okay, das war noch nicht die Frage. Na ja, doch. Okay, also doch. Ja, dann gehen wir direkt nochmal hin. Dafür haben wir ja die Folien. So, Page Fit. Gehen wir einfach ganz ans Ende. So. Nein, da sind wir ein bisschen weit. Sind wir hier. Gut. Genau, also das ist im Prinzip der Indexing-Schritt hier und das ist der letzte Schritt, den wir haben. Nachdem wir den Text analysiert haben, haben wir einen Haufen Dokumentrepräsentationen und die müssen irgendwie in diese Datenstruktur erzeugt werden. Dieser ganze Prozess hier läuft offline. Also das bedeutet, muss man vorher machen. Ja. Also wenn ich jetzt quasi bei Google irgendwie einen Code habe, keine Ahnung, was ich veröffentliche jetzt irgendwas, dann würde Google merken, okay, das ist neu, ich muss dafür einen Index erzeugen und das dann entsprechend halt berechnen und genau. Dann erst hochladen und dann würde es halt auch gefunden werden können, korrekt. Nachdem es geindext wurde. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Wir kommen jetzt auch direkt genau zu dieser Frage, nämlich Index-Updates. Sie haben absolut recht. Das Web steht ja nicht still. Wir können es nicht einmal indizieren und sind dann fertig. Google musste am Anfang seinen Index, wie ich gesagt habe, haben sie gesagt, einmal im Monat gibt es ein Update. Dann laden wir das Web nochmal neu runter. Und jetzt haben wir die Zeit gehabt, im vorigen Monat lief schon der MapReduce-Schritt auf den paar Rechnern, die wir haben, durch, um den neuen Index zu erzeugen. Und hier ist dann der nächste Index und wir fangen dann wieder von vorne an. Das lief eine Weile gut, aber so skaliert man natürlich nicht. Und heute wollen die Leute, dass, wenn sie ein Dokument online stellen, dass es quasi sofort von Google gefunden werden kann. Google muss eine ganze Menge Aufwand treiben und jede andere, ich sage immer wieder Google, aber ich meine natürlich jede andere Websuchmaschine, jede andere große Websuchmaschine muss eine ganze Menge Aufwand treiben, um diese Art von Frische, Freshness zu gewährleisten. Und die Indexdatenstruktur, die ist weiterhin da, die wird dringend benötigt, einfach damit Anfragen sehr schnell beantwortet werden können. Das heißt, wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir Indexe aktuell halten können. Und es kann jetzt eine ganze Menge passieren. Wir können ein neues Dokument erhalten, es kann sich ein bestehendes Dokument verändern oder es können auch bestehende Dokumente gelöscht worden sein.
und sie sollen demzufolge nicht mehr auffindbar sein. All das muss berücksichtigt werden von Updates. Wenn neue Dokumente dazukommen und Sie haben gesehen, wie wir die Indexe konstruieren, wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen und das machen wir hier auch eigentlich nicht, wie die Indexe tatsächlich im Sekundärspeicher repräsentiert sind, aber normalerweise sind die statisch. Sie sind nicht so abgelegt, dass da zwischen den einzelnen Einträgen zwischen den Postlisten noch viel Platz ist, sodass man sie noch ausweiten könnte. Man kann es sich nicht leisten, dann plötzlich die Postliste nochmal neu zu schreiben, zu indizieren, woanders hinzuschreiben. Man würde sofort in das, was häufig ein Problem ist, Defragmentierungsprobleme laufen. Man möchte den vorhandenen Speicher möglichst effizient ausnutzen. Es soll kein Byte an leeren Speicher verschwendet werden. Das heißt, eigentlich handelt es sich bei den Indexen, die wir haben, um statische Indexe. Fertig. Wenn man eine listenbasierte Implementierung wählt, dann kann man natürlich sagen, okay, die Postliste geht von hier bis hier im Speicher und dann gibt es hier einen Listeneintrag, der zeigt hier hin und dann geht es hier weiter mit ein paar neuen Dokumenten. Das geht auch. Aber dann hat man trotzdem sehr viele Disk-Seeks und auch das führt zu Defragmentierung der Liste. Der Index ist quasi dynamisch updatebar, aber im Endeffekt hilft es in keiner Weise dabei, je mehr neue Dokumente, je mehr Updates stattfinden, das Ganze zu beschleunigen. Der Index wird immer langsamer. Das heißt, was eigentlich passiert ist, wir erzeugen einen Seitenindex mit den neuen Dokumenten, fragen den nebenbei immer an, kommt was aus den neuen Dokumenten gegebenenfalls hier vor und fusionieren dann die Ergebnisse. Wenn der Seitenindex groß genug geworden ist oder irgendwo im Hintergrund läuft dann ein Job, der den Seitenindex und den alten Index mergt und dann haben wir einen Index. Dieses Merging funktioniert genauso, wie wir es vorher schon gesehen haben bei dem Carway-Merge. Result Merging, was haben wir hier noch? Entschuldigung. Genau, das würde man wahrscheinlich wählen, diese Strategie, wenn sehr viele Dokumente neu erscheinen. Und das wird dann bei Webdokumenten genau der Fall sein. Beim Result Merging ist es eher so, dass wenn nur wenige Dokumente neu dazukommen, das heißt, wenn Sie eine Dokumentkollektion haben, die gegebenenfalls sich nur alle Jubeljahre mal updatet oder einmal im Monat ein paar neue Dokumente hat, dann wird man da nicht diesen Riesenaufwand jedes Mal treiben, sondern man wird einfach nebenbei immer so einen kleinen Index pflegen und einfach die Ergebnislisten mergen, das heißt fusionieren und irgendwann mal das Ganze mergen. Was Löschoperationen anbelangt, ist eigentlich die Normalität, dass die Indexe nicht neu geschrieben werden, sondern es werden einfach Einträge mit einem Flag belegt, dass sie als gelöscht markiert sind und übersprungen werden sollen beim Processing, entweder innerhalb des Indexes. Da kann man ja einen bestehenden Eintrag kann man ja leicht modifizieren und neu auf die Festplatte schreiben. Es ändert sich ja nichts an der Breite, an der Bytegröße des Eintrags. Aber im Großen und Ganzen wird man an der Stelle dann einfach sagen, wir haben einen Haufen Einträge im Index, die als gelöscht gelten. Wenn sehr viele Löschoperationen durchzuführen sind, das heißt sehr viele Dokumente verschwinden, dann wird man irgendwann den Index schon neu schreiben, damit man nicht ständig so viele Lücken im Index hat. Ja. Aber dann wird man einfach den Index nochmal durchgehen und alles, was gelöscht ist, überspringen. Das ist im Prinzip alles, wo die Performance, das heißt die Effizienz und die Effektivität, die Kosteneffektivität am besten ist, bezüglich der Ausnutzung vorhandener Hardware und der Möglichkeit, möglichst schnell Ergebnisse, neue Dokumente im Index vorzuhalten. Das sollte Ihre Frage dann komplett beantworten, denke ich. Nochmal. Genau. Wenn ich irgendein Dokument nur modifizieren möchte, das kann ich natürlich direkt im Index tun. Wie gesagt, die Einträge einer Postliste haben eine kanonische Breite und wenn irgendeine Zahl sich ändert, dann wird sich ja die Bytelänge dieser Zahl wahrscheinlich nicht ändern. Das heißt, ich habe irgendeine variable Bytelänge gewählt, erzeugt das natürlich schon Probleme. Aber im Normalfall ist das nicht der Fall und demzufolge kann ich einfach den Wert dort neu abspeichern. Was wir hier nicht betrachten, ist Indexkompression. Bei Vorliegen von Indexkompression kann es allerdings schon sein, dass verschiedene Weiten von Einträgen vorhanden sind und wir demzufolge dann doch wieder in Probleme laufen. Also das kann dann hier schon noch eine Situation erzeugen. Aber das betrachten wir an dieser Stelle nicht. Sie sehen, wenn man das Ganze implementieren möchte und es wirklich skalieren machen möchte, dann hat man eine ganze Menge von Designentscheidungen zu treffen und es gibt hier keinen Trick, der alle Probleme von vornherein löst. Sie müssen wirklich
ihre Hardware in- und auswendig kennen, genauso wie die Algorithmen, die dem zugrunde liegen. Sie müssen wissen, wie man mit großen Datenmengen umgeht und also bis zu dem Punkt, wo dann der Index fertig ist als Datenstruktur und wirklich effizient läuft, vergeht dann durchaus einiges an Entwicklungszeit. Und es ist auch nicht absehbar, dass hier irgendeine neuronale Technologie diese Art von Datenstruktur ersetzen wird. Denn bis jetzt haben wir noch nicht gesehen, dass ein neuronales Netzwerk Milliarden von Dokumenten quasi auswendig lernen kann und dann auch noch weiß, was es weiß und welche Dokumente es noch nie gesehen hat. Also das heißt an der Stelle, sobald irgendwann mal eine Art von Memory in diesen Systemen vorkommt, wird wahrscheinlich einiges hiervon obsolet werden, aber die Realität wird wahrscheinlich sein, dass die Grundlast weiterhin von solchen Datenstrukturen getragen wird in der Suchmaschine, aber obendrauf, das heißt so, ich sag mal, bei den Top-Dokumenten, bei den wichtigsten Dokumenten gegebenenfalls ein bisschen mehr Zauberei in Anführungszeichen mit solchen Technologien noch getrieben wird, um das Suchergebnis noch zu verbessern. Damit kommen wir zum letzten Teil der Size Estimation und ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, das spare ich mir für heute. Wir haben nur noch 6 Minuten, da brauche ich länger für. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Danke. Zuletzt beim Indexing schauen wir auf das Schätzen von Indexeigenschaften. Warum ist das sinnvoll? Das hat 2 Nutzen. Einerseits, wenn Sie mal eine Suchmaschine, die auf einem Index basiert, bauen, dann werden Sie sich wahrscheinlich an häufige Standards daran halten, wie man Suchergebnisse präsentiert. Und ein häufiger Standard ist, dass eine Suchmaschine eine Idee davon gibt, wie viele Dokumente es denn im Index hat, die im Prinzip in irgendeiner Weise die Wörter des Dokuments enthalten. Diese Zahlen sind, je größer der Index wird, nicht mehr vollständig zu berechnen. Wenn Sie einen kleinen Index haben, werden Sie mit Ihrer Suchmaschine mit hoher Wahrscheinlichkeit den gesamten Index durchgehen beim Query Processing. Wenn Sie einen großen Index haben, dann wird der Index wahrscheinlich in irgendeiner Weise getiert sein, geschadet sein oder auf andere Weise werden Sie Heuristiken einsetzen, um möglichst schnell ein erstes Ergebnis und gegebenenfalls bei Bedarf ein tieferes Ergebnis zu erhalten. Dennoch zeigt jede Suchmaschine auf Knopfdruck eine solche Zahl an und diese Zahlen sind nur ganz grobe Schätzungen. Das erkennt man dann auch daran, dass die meistens keine exakte Zahl anzeigen, sondern ab einer gewissen Größenordnung nur noch Nullen. Hier Tropical Fish Aquarium im Web 3,8 Millionen Dokumente. Natürlich kann man die nicht alle lesen und die Zahl für die Websuche ist gegebenenfalls auch gar nicht so unerheblich. Das Einzige, was man für sich da rausnehmen kann, ist vielleicht, dass man, wenn die ersten Dokumente, die man erhält, nicht so richtig relevant sind in Bezug darauf, was man gerne sehen möchte, dann doch vielleicht etwas tiefer schauen muss. Es gibt 3 Ansätze, ein Ansatz ist etwas schlechter als der andere. Ich fange mit dem schlechtesten an und der letzte ist es dann, die in der Lage sind, diese Zahlen zu schätzen. Und der letzte ist dann auch derjenige, der am praktikabelsten ist. Aber wir fangen am Anfang an und bauen das Ganze Schritt für Schritt auf. Der erste Ansatz ist die Schätzung gemäß der Joint Probability. Und wir nehmen als zugrunde liegende Daten hier die GOV2-Kollektion, die aus 25.000 Dokumenten besteht, 25 Millionen Dokumenten, tut mir leid. Und da haben wir eine Reihe von Wörtern gegeben, die in den Dokumenten vorhanden sind. Das sehen wir dann hier, zum Beispiel das Wort Aquarium, Breeding, Fish, Lincoln, Tropical. Dann 2 Wortsequenzen haben wir ebenfalls die Häufigkeiten gegeben und 3 Wortsequenzen auch bezüglich der beiden Queries, die wir betrachten als Beispiele.
der einfachste Weg, oder die Grundlage, auf der wir unsere Schätzung da aufbauen, ist die Schätzung einer Wahrscheinlichkeit. Und wir definieren die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen eines Wortes, oder nein, umgekehrt, die Wahrscheinlichkeit für das mindestens einmalige Vorkommen eines Wortes im Dokument als die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise als, Entschuldigung, lassen Sie mich nochmal anfangen. Also, wir definieren die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Wort T mindestens einmal im Dokument kommt, als die Division aus der Dokumenthäufigkeit des Wortes geteilt durch die Zahl aller Dokumente. Das ist eine einfache Maximum-Likelihood-Abschätzung. Wir schauen uns einfach an, wie viele Dokumente enthalten das Wort. Das ist die Dokumenthäufigkeit, DF, geteilt durch die Zahl aller Dokumente. Wenn wir jetzt annehmen, dass alle Wörter einer Anfrage unabhängig voneinander auftreten, das heißt, wenn ich eine Anfrage wie Tropical Fish Aquarium nochmal wie von eben zugrunde lege, dass Tropical Fish und Aquarium im Prinzip in Texten oder auch in Dokumenten vollkommen unabhängig voneinander auftreten, aus statistischer Sicht, also statistisch unabhängig, dann ist eine sehr einfache Schätzung, die ich anstellen kann, einfach die Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeit PDF für jeden einzelnen Term. Und wenn ich die daraus ergibt sich dann eine gemeinsame Wahrscheinlichkeit für alle drei Terme zusammen und die brauche ich dann einfach nur noch multiplizieren mit der Größe der Dokumentkollektion, die ich vorliegen habe und habe dann im Prinzip eine Schätzung für die Zahl der Dokumente, die die Anfrage, die aus diesen drei Termen besteht, beinhalten. Beispiele hierfür sind jetzt die beiden Queries Tropical Fish Aquarium und Tropical Fish Breeding. Und Schätzungen dafür sind hier gegeben mit 5,7 Dokumenten oder 17,6 Dokumenten. Und die tatsächliche Zahl steht rechts mit 1500 Dokumenten bzw. 3600 Dokumenten jeweils. Und wie Sie sehen, haben wir hier massiv unterschätzt. Das heißt, die Annahme der Term Unabhängigkeit ist nicht gegeben in diesem Fall. Eine Frage oder zwei Fragen, ganz hinten. Die Zahlen sind auch tatsächlich zugänglich. Nochmal bitte? Die Zahlen sind. Ja, es ist wieder das alte Problem. Ich muss jedes Mal das Dings berühren hier. Danke. Noch eine Frage? Ja, das war's gleich. Alles klar, danke. Der zweite Ansatz ist die Schätzung auf Basis einer abhängigen Wahrscheinlichkeit. Wir definieren eine neue Wahrscheinlichkeit, diesmal für die Anfrage Q direkt. Und im Prinzip haben wir auch hier wieder eine gemeinsame Wahrscheinlichkeit, PDF T1, T2, T3. Aber diese Wahrscheinlichkeit berechnen wir dieses Mal durch Multiplikation der Wahrscheinlichkeit für T1, T2, des gemeinsamen Ereignisses T1, T2, multipliziert mit dem Ereignis T1 gegeben, T1, T2. Und der zweite Teil dieser Multiplikation ist dann die abhängige Wahrscheinlichkeit. Die Formel der abhängigen Wahrscheinlichkeit ist hier nochmal in Grau zur Erinnerung gegeben, wie man sie berechnet. Und wenn Sie dann das oben einsetzen, könnten Sie einfach direkt auf Basis der Tabelle, die ich eben gezeigt habe, eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wir machen hier noch eine weitere einschränkende vereinfachende Annahme, dass wir machen also noch eine weitere Abschätzung, indem wir diese Wahrscheinlichkeit ersetzen durch diese Wahrscheinlichkeit hier, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von T3, gegeben, dass einer der Terme TX aufgetreten ist und es soll sich dabei um den Term handeln, der am häufigsten, dessen abhängige Wahrscheinlichkeit am häufigsten ist. Wenn wir all das dann hier oben einsetzen und ausrechnen, können wir das Ganze wieder mit D multiplizieren und erhalten wieder eine Schätzung für die Häufigkeit des Auftretens
der Anfrage in unseren Dokumenten und wenn Sie dann die Formeln tatsächlich, wie Sie hier sitzen, einsetzen, dann erhalten Sie im Prinzip diese Formel am Ende, die Sie nur ausrechnen müssen. Einfach nur die Dokumenthäufigkeiten von T1, T2, TX, T3 geteilt durch TX. Hierfür wieder ein Beispiel, ganz unten, die Schätzungen werden größer, wir schätzen 293 Dokumente beziehungsweise 841 Dokumente, aber unterschätzen immer noch gewaltig. Mit diesem einfachen Ansatz haben wir natürlich auch noch gewisse Einschränkungen, sind gewisse Einschränkungen verbunden. Für Queries der Länge 2 müssen wir im Prinzip keine Schätzung mehr vornehmen, weil die können wir im Prinzip direkt schon aus der Tabelle ablesen. Das heißt, hier brauchen wir nicht mit der abhängigen Wahrscheinlichkeiten hantieren, da können wir einfach diese Wahrscheinlichkeit hier direkt nehmen. Das ist, bezieht sich also nur auf Queries der Länge 3, denn für längere Queries müssen wir immer noch dann wieder den vorigen Ansatz heranziehen, der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben zwar ein bisschen was gewonnen in der Schätzung, aber richtig viel dann doch nicht. Der dritte Schätzer, und das ist dann letztendlich auch der, der tatsächlich mehr in der Praxis angewendet wird, geht ein wenig anders vor. Wir berechnen zunächst ein initiales Result-Set. Wir sind also hier schon sehr stark daran gebunden, dass wir nicht sofort den ganzen Index analysieren. Wie gesagt, wenn wir das tun, dann können wir auch eine exakte Zahl angeben, sondern einen Tiered-Index haben und zunächst eine erste Schätzung bzw. ein erstes Ranking eines initialen Sets von Dokumenten vorliegen haben. Das wollen wir hier dann mit D' bezeichnen. Und um jetzt die Abschätzung zu machen, wie häufig denn die Anfrage Q vorkommt, berechnen wir einfach zunächst diesen Bruch hier, das heißt, wir schauen uns an, wie viele der Dokumente in unserem schon verarbeiteten Dokumenten in D' enthalten denn die Anfrage und teilen das wiederum durch die Menge aller Dokumente, die wir verarbeitet haben schon, D'. Das ist letztendlich wieder auch eine direkte Schätzung der Wahrscheinlichkeit für Q. Und das Ganze können wir dann wieder multiplizieren. In diesem Fall multiplizieren wir mit der Teilmenge dt oder der Größe der Teilmenge dt. Und es handelt sich dabei um die Teilmenge der Dokumente aller Dokumente, die das Wort t enthalten. Das können wir auch im Index direkt ablesen, denn wir brauchen einfach nur die Länge der Postliste analysieren. Das heißt, es ist nur ein Lookup. Wir müssen nicht mal durch den Index durchgehen. Das Ganze dann hier nochmal als Formel ausgeschrieben, nur der Vollständigkeit halber. Und es folgt dann unten das Beispiel, die Schätzung hierauf. Es überschätzt die Zahl der Dokumente in diesem Fall. Ist also auch nicht perfekt. Allerdings sind wir ein bisschen auf der sicheren Seite. Denn schon bei dieser Zahl von Dokumenten darf man davon ausgehen, dass die Person, die sucht, nicht mehr alles durchgehen wird. Und zumindest werden die Leute nicht überrascht sein, wenn sie dann mal tiefer reinschauen und die tatsächliche Zahl der Dokumente, die sie finden, wenn es denn in einem handhabbaren Rahmen ist, ein bisschen kleiner ist. Man freut sich vielleicht sogar eher, wenn es am Ende weniger Dokumente sind. Das haben Sie vielleicht schon mal bemerkt, wenn Sie intensiv nach etwas gesucht haben, bei Google zum Beispiel, und dann tatsächlich mal tief in die paginierte Suchergebnisseite eingetaucht sind und dann vielleicht irgendwo auf der 20. oder 30. Seite festgestellt haben, oh, eigentlich sollten hier noch ein paar Dutzend Dokumente kommen oder ein paar, vielleicht sogar 200 Dokumente, aber das sind dann keine mehr gekommen, sondern das sind übersprungene Dokumente. Es liegt dieser Schätzung eine Annahme zugrunde, nämlich dass die relevanten Dokumente gleichmäßig, also das heißt hier im statistischen Sinne uniformly distributed, gleichmäßig über diese Menge hier verteilt sind. Das heißt über die Menge aller Dokumente, die den Term enthalten, der am wenigsten häufig vorkommt. Warum ergibt sich daraus eine Überschätzung?
ziehen Sie auch in Betracht die Voraussetzung, dass wir mit D' vielleicht nur erstmal die wichtigsten Dokumente betrachtet haben. Also anscheinend ist die Annahme hier falsch, denn wir schätzen ja nicht korrekt. Nicht so falsch wie am Anfang, Wortunabhängigkeit anzunehmen. Aber das macht es dann schon zu einer Schätzung und nicht zu einer akkuraten Berechnung. Hat jemand eine Idee? Gut, dann decke ich es auf. Wenn wir davon ausgehen, dass in einer Suchmaschine ein Tiered Index da ist, dann werden wir im ersten Tier natürlich erstmal die wichtigsten Dokumente haben. Oder wir haben vielleicht sogar anfragespezifisch Dokumente ausgewählt, die wir zuerst verarbeiten. Wir werden also, wenn das Ranking-Modell, das wir zugrunde legen, oder auch die Indexorganisation, die wir zugrunde gelegt haben, funktioniert, die Dokumente zuerst finden, die relevant sind. Und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch Dokumente, die relevant sind. Je tiefer wir in den Index hineingehen, umso weniger Dokumente werden wir finden, die relevant sind. Das heißt, de facto, wenn wir den Index vollständig verarbeiten würden, würden wir nach hinten raus immer weniger relevante Dokumente finden. Und deswegen müssen wir hier überschätzen, denn das initiale Set, das wir hier angesetzt haben, enthält überproportional viele relevante Dokumente, während der Rest der Dokumentkollektion, den wir noch nicht verarbeitet haben, gegebenenfalls weniger enthält. Wenn wir also das initiale Set vergrößern, das heißt einfach noch ein bisschen weiter rechnen und ein, sage ich mal, DT oder D' oder D2' erzeugen in dem Fall. Wenn also die Größe von D' die tatsächliche Größe von DW approximiert, das müsste ja eigentlich, Entschuldigung, hier ist noch ein Fehler, das müsste hier DT sein. Dann ist es so, dass die Schätzung schlicht besser wird, langsam sich annähert an die reale Größe. Und das kann man dann hier auch mit den Schätzungen, die jetzt hier gemacht wurden, entsprechend sehen. Auf diese Weise werden also auf Suchergebnisseiten solche Schätzungen abgegeben und üblicherweise sind es dramatische Überschätzungen, die dann auch noch ein bisschen gerundet werden, damit nicht so krumme Zahlen da stehen. Die nächsten Schätzer, die ich Ihnen vorstellen möchte, die dienen dazu herauszufinden, wie viele Dokumente denn eine Suchmaschine indiziert hat. Wenn Sie selbst eine Suchmaschine bauen, wissen Sie das natürlich, sollten Sie zumindest, aber wenn Sie sich die Konkurrenzsuchmaschinen anschauen, dann wissen Sie das üblicherweise nicht. Suchmaschinen haben schon sehr früh damit aufgehört, anzugeben, wie viele Dokumente sie denn kennen aus dem Web. Da es sich auch gerade beim initialen Bau von Suchmaschinen, als das Web aufgekommen ist sozusagen, als es groß wurde und als Websuche ein wichtiger Teil des Webs wurde, durchaus eine wichtige Information für die Konkurrenz gewesen wäre, zu wissen, wie viele Dokumente denn im Index von der Konkurrenz drin sind. Denn auf diese Weise wüsste man, wie lange man noch webcrawlen muss, um wirklich alles zu finden oder das Allermeiste zu finden. Allerdings, dadurch, dass die Websuchmaschine Informationen preisgibt, nämlich zu jeder Suchanfrage ein Ergebnis liefert und gegebenenfalls auch eine Schätzung dafür, wie viele Dokumente denn wahrscheinlich für die Suchanfrage im Index sind, kann man diese Informationen durchaus auswerten und heranziehen, um auf dieser Basis die Größe des Indexes abzuschätzen. Und das ist hier dann nochmal
auf Basis einer gemeinsamen Wahrscheinlichkeit geschehen. Wir nehmen im Prinzip die Formeln wie von vorher, nehmen an, dass zwei Terme unabhängig voneinander auftreten. Hier ist die Annahme gerechtfertigt, denn wir wählen spezifisch zwei Terme, die unabhängig voneinander auftreten sollten. Zum Beispiel Lincoln und Tropical hat vielleicht wenig miteinander zu tun, wenn man voraussetzt, dass es sich bei Lincoln um den amerikanischen Präsidenten handeln soll. Wir stellen diese Formel hier auf, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von T1, das gemeinsame Ereignis T1 und T2 ist gleich gemäß der Unabhängigkeitsannahme der beiden Terme der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten. Und wenn wir dann die Definition der Formel, die wir ganz am Anfang dieses Abschnitts gesehen haben, einsetzen und nach D auflösen, dann erhalten wir im Prinzip mit dieser Formel hier eine Schätzung für die Größe von D. Und die Schätzung ist schon relativ nah dran, auch eine Überschätzung in diesem Fall, 30 Millionen Dokumente im Vergleich zu den tatsächlichen 25 Millionen Dokumenten der .gov-Kollektion. Das ist ein Weg, das abzuschätzen. Je mehr solcher Termpaare man verwendet und eine entsprechende Auswertung macht, umso genauer wird die Schätzung. Wenn ich mich nicht so sehr darauf verlassen möchte, was mir die Suchmaschine sagt, kann ich auch eine Proxy-Kollektion heranziehen, eine eigene Dokumentkollektion aufbauen, zum Beispiel einen kleineren Webcrawl heranziehen, der im Prinzip genauso aufgebaut sein sollte wie der größere Webcrawl der Suchmaschine, die ich ausforschen möchte. Das wurde schon gezeigt bei frühen Webanalysen, dass wenn man anfängt im Web zu crawlen, sich ein bestimmtes Muster ergibt und dieses Muster auch regelmäßig wieder auftritt und sich auch nicht mehr ändert, je größer der Webcrawl wird, sodass ein kleinerer Webcrawl im Prinzip dieselben Charakteristiken haben sollte wie ein größerer. Wir nehmen also die eine Kollektion, die wir schätzen wollen, D. Die können wir nicht nehmen, die wollen wir schätzen. Und wir haben unsere Kollektion D', die wir selbst erzeugt haben, und stellen für die einfach fest, was darin die Dokumentfrequenzen von bestimmten Termen sind. Und postulieren dann folgende Gleichheit, nämlich dass die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von D bezüglich der Dokumenthäufigkeit sich nicht ändert zwischen den beiden Kollektionen. Das Ganze dann wieder entsprechend eingesetzt, gemäß der Formel, die wir am Anfang gesehen haben, und nach D aufgelöst, nach der Größe von D aufgelöst, ergibt dann diese Formel hier, in die wir dann einfach nur noch entsprechende Terme einsetzen müssen und erhalten dann einen Schätzer. Je mehr Terme, desto besser die Schätzung. Man kann dann wieder averagen darüber. Es gibt auch einen Forscher, hier den Vandenbosch, der 2016 oder auch immer noch diese Schätzungen anstellt für Google und für Bing, die beiden größten Suchmaschinen, die in unserem Sprachraum geläufig sind. Und wie Sie sehen, haben die Schätzungen doch sehr dramatische Unterschiede über die Zeit. Sie sehen jetzt hier zwischen 2007 und 2015 gibt es immer wieder Sprünge nach oben und Sprünge nach unten. Und er hat sich dann nahe die Mühe gemacht, sondern eine Idee davon zu bekommen, woran es denn vermutlich lag. Und Google und auch Bing waren ja sehr kommunikativ in dieser Zeit und sind es teilweise auch immer noch darüber, wie sich der Suchalgorithmus und die Art und Weise, wie sie Dokumente verarbeiten, verändert. Es wurde dann teilweise auf Nachrichtenportalen und Blogs damals sehr intensiv kommuniziert. Und da hat sich letztendlich der Vandenbosch auch bedient und herausgefunden, okay, bestimmte Änderungen in der Indexgröße könnten an diesen Mechanismen hängen, die sich an dem Suchalgorithmus zu dem Zeitpunkt geändert haben. Das ist dann hier oben, sind dann entsprechend diese Zahlen, die hier sind, das sind dann die Ereignisse, und wenn Sie es mal genau nachvollziehen wollen, ich habe die hier mal alle aufgelistet und auch verlinkt, teilweise im Webarchiv. Es ist nicht super revealing, was dann da drin steht, aber Sie können sich ja mal eins, zwei anschauen. Man kann hieran auch erkennen,
Wenn jemand von Ihnen Bing benutzt regelmäßig oder wenn jemand von Ihnen Google benutzt oder auch DuckDuckGo oder andere, dass eventuell die Größe des Index, des vorliegenden Index, keine besondere Rolle spielt für alle möglichen Anfragen, die Sie so haben. Es sei denn, Sie suchen nach etwas sehr Speziellem, das nur in sehr, sehr wenigen Dokumenten vorkommt, die zufälligerweise nur eine der beiden Suchmaschinen hat. Aber der Löwenanteil aller Suchanfragen wird von beiden oder allen Suchmaschinen, die eine hinreichende Größenordnung an Dokumenten vorliegen haben, beantwortet werden. Und insofern ist es auch in Ordnung, dass Suchmaschinen nicht mehr damit angeben, dass sie 45 Milliarden Dokumente haben, 10 Milliarden Dokumente oder wie viel auch immer. Insbesondere braucht man sich dann eh nicht mehr so wirklich darauf verlassen, was die Zahlen, die angegeben sind, wirklich, denn die könnten auch in irgendeiner Weise geschönt sein. Man hatte eh keine Chance, das zu prüfen, außer man fertigt solche Schätzungen hier an. Und im Endeffekt macht dieser Unterschied hier dann auch spielt auch keine große Rolle mehr. Interessant zu sehen ist auf jeden Fall die ständigen Schwankungen hier. Das könnte auch zum Beispiel einhergehen mit Situationen, wo dann plötzlich eine neue Technologie erfunden wurde innerhalb des Unternehmens, um Spam-Webseiten zu erkennen und die dann aus dem Index zu entfernen. Auch das wird einen großen Einfluss haben. Der Kampf der kommerziellen Suchmaschinen gegen Suchmaschinenoptimierung findet ununterbrochen statt. Damit sind wir am Ende dieses Abschnitts und des Indexing-Abschnitts. Gibt es bis hierhin Fragen? Gut, dann gehen wir zum nächsten über.